Und sonst, aber vielleicht setzt ihr euch auch nach vorne, wenn wir einfach nicht laut genug sprechen, weil ich habe das Problem zum Beispiel, dass ich irgendwann geht meine Stimme weg. Ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir einfach an. Ich begrüße euch hier im Saal und sozusagen im Stream zu unserer Veranstaltung Frieden für Deutschland, was tun gegen Rechtsoffenheit in der Friedensbewegung. Mein Name ist Eugen Januschke, ich bin von der DFGVK und werde den heutigen Abend moderieren. Ich möchte jetzt gar nicht viel sozusagen da Vorgespräch machen, sondern eigentlich sozusagen gleich sozusagen die Referentin hier begrüßen. Ausführlicher vorstellen werde ich dann euch, wenn ihr ja sozusagen zu euren Beiträgen kommt. Also rechts von mir Fabian Wirchow, dann Heike Kleffner und Sebastian Lieber. Anfangen wird heute Abend Hauke Thorö, der hier schon hinten steht im Bild. Er wird uns eine thematische Einleitung geben mit Beispielen zur Rechtsoffenheit. Ja, genau, ich habe ein paar, das ist, ich habe einen Schnellkurs durch die Geschichte der Friedensbewegung vorbereitet. Das ist mehr so exemplarische Schlaglichter, denn wissenschaftlich kohärent. Es geht mehr darum, aufzuzeigen, dass es ein Problem mit Rechtsoffenheit und auch rechten Gedanken in der Friedensbewegung gibt, weil die Selbstwahrnehmung und auch die Fremdwahrnehmung ist ja häufig, Friedensbewegung ist sowieso irgendwie linksprogressiv, irgendwie was anderes. Das stimmt in weiten Teilen auch. Trotzdem sind wir halt in Deutschland und dementsprechend finden wir dann auch immer wieder den Einfluss der restlichen Gesellschaft drumherum. Dafür habe ich ein paar Beispiele rausgesucht. Genau, machen wir weiter. Genau, und so eine These, auf die ich oft treffe, ist, dass, ja, warum nervst du denn schon wieder damit? Wir haben doch gelernt, uns gegen rechts abzugrenzen. Und meine These ist eben nicht, nein, das gegen rechts abgrenzen ist nicht das Problem. Das Problem ist viel größer. Rechtes Gedankengut ist Teil der Friedensbewegung. Das ist meine These, die ich dann einmal gegenstelle. So, die Friedensbewegung, die ist ja schon so ziemlich alt. Die Deutsche Friedensgesellschaft zum Beispiel, 100, keine Ahnung, über 20 Jahre, ich habe es nicht nachgerechnet. 1892 ist dann das Gründungsdatum. Und das waren alles sehr bürgerliche, freundliche, nette Leute, die auch so mit den radikalen Gedanken in der damaligen Arbeiterinnenbewegung wenig anfangen konnten. Und ein Beispiel, was ich rausgesucht habe, ist die Reaktion von dem Ludwig Quitte, dem damaligen Vorsitzenden in der Friedensbewegung, wie der 1918 auf die Waffenstillstandsbedingungen reagiert. Er schreibt dort, die Waffenstillstandsbedingungen, die dem deutschen Volke aufgezwungen sind, haben uns das Blut in den Adern gefrieren lassen. So furchtbar ist das Schicksal, das uns aus ihnen entgegengrinst. Also einmal so für den Sound, mit dem die damals gesprochen haben und wie zeittypisch das ist und auch wie selbstverständlich hier diese völkische Gedanke aufkommt. Freiheit ist etwas, was keine Individuen betrifft, sondern das betrifft irgendwie das gesamte Volk. Ja, aber das nur so als, ich meine, 1918 lange her. Machen wir bitte weiter. Ich habe mich in der letzten Zeit ein bisschen mit Martin Niemöller beschäftigt und was da so, Martin Niemöller ist immer noch Ehrenvorsitzender der Deutschen Friedensgesellschaft, aber gerade das sollte ja Grund sein, genauer hinzugucken, was der so gesagt hat. Und ein Zitat, was ich rausgesucht habe von 51, ist dieses hier, die Not, Konzentration beim Vorlesen. Die Not der Deutschen ist, dass ihr Land entweder Kriegsschauplatz oder Brücke sein wird. Durch den Kalten Krieg werden die Deutschen nur noch Objekte für die Pläne anderer Mächte. Wenn die Deutschen der Logik des Kalten Krieges folgten und sich für eine Seite entschieden, würden sie nur die Verewigung unserer Not und der Unfreiheit erreichen. Was ich daran interessant finde, ist, dass man hier dieses, da wird von Freiheit gesprochen, aber der Begriff Freiheit wird nicht in Bezug gesetzt zu Individuen, sondern wie selbstverständlich zum deutschen Volk. Und das Zweite, was hier durchgrinst, ist dieser Gedanke mit dem Deutschland ist entweder Kriegsschauplatz oder Brücke. Die Deutschen sollten sich nicht auf den Kalten Krieg einlassen. Also einen deutschen Sonderweg machen jenseits des Kalten Krieges zwischen
den beiden Blöcken, zwischen den beiden Mächten. Und dieser Sonderweg wird auch noch völkisch gedacht, wo sich Freiheit als Freiheit des Volkes konstituiert und nicht als Freiheit des Einzelnen. Machen wir bitte einen weiter. Da weiß ich das Jahr leider, 58, ich habe es draufgeschrieben. Da findet man ähnliche Sachen. Das deutsche Volk ist dem sicheren Atomtod ausgeliefert. Also wieder, es geht nicht um die Individuen, die dann irgendwie da weg sind, sondern es ist ein völkischer Bezug dazu. Und ein ähnliches Zitat, wir werden nicht Ruhe geben, solange der Atomtod unser Volk bedroht. Machen wir bitte weiter. Diese, eben war das mit der Brücke zwischen den Blöcken. Diese Brücke, die meint nicht irgendwie die damalige Bundesrepublik, auch nicht die heutige Oder-Neiße-Grenze, sondern der Bezugraum, in dem das stattfindet, dieses neutrale Deutschland, was diese Leute gerne damals gehabt hätten, das geht sehr weit nach Osten. Das muss man so ein bisschen mitdenken, wenn man den Neutralitätsgedanken hat. Und wie weitreichend das eigentlich geht. Hier wollte ich ein Beispiel genauer rausgreifen, wie die sich früher drum gestritten haben in der Deutschen Friedensgesellschaft und aufzeigen, dass es auch immer die gegenteiligen Tendenzen und auch immer die gegenteiligen Gedanken gab. Und da fühlte ich mich ehrlich gesagt ein bisschen an heute erinnert, dass sich das alles schon so durchzieht. Was ich nur rausgreifen will, ist, dass ich das was ist eigentlich Deutschland, wo sollten die Grenzen sein, das ist in die DFGVK 1967 endgültig auf die Oder-Neiße-Grenze festgelegt. Ja, kein wissenschaftlicher Exkurs, sondern so kursorisch rausgegriffen. Worüber ich mich regelmäßig ärgere, ist dieses Stopp Rammstein und was da so gesagt wird. Und wie krass da auch die Einladungen an Rechte sind. Da werde ich noch mal für voll kritisiert und bringe auch mal Quellen. Und eigentlich finde ich, das hier würde schon reichen. Also wenn man so Leute wie den Daniel Ganser auf die Hauptbühne setzt in 2016, dann geht, also wie man da als Antifaschist sagen kann, so nein, die haben da kein Problem, erschließt sich mir nicht. Ich würde das Zitat einmal vorlesen, was er da vor laufender Kamera gesagt hat. Deutschland wird immer niedergedrückt mit dem Stichwort Hitler-Nationalsozialismus. Das ist eine psychologische Kriegsführung, die sie schon seit vielen Jahren erleiden. Also er spricht die Zuschauerin an. Jeden Abend um 10 Uhr, Hitler-Waffensystem so, die Schergen so, alles immer, das läuft immer. Und das ist ein Trick, um sie runterzubügeln. Und dann sage ich, man müsste eigentlich diese Verbindung Deutschland-Hitler, die müsste man kappen, man müsste machen Deutschland-Goethe. Das ist im Prinzip Gauland mit seinem Vogelschiss, ne, was hier gesagt wird. Von Daniel Ganser erwarte ich eigentlich auch nichts anderes. Interessanter finde ich die Debatte danach. Also der Rainer Braun wird dafür auch ziemlich doll kritisiert, dass er solche Leute aufs Podium holt. Und er verteidigt sich dann auf einer Aktionskonferenz folgendermaßen. Der erste Teil, den er macht, das ist so ein Klassiker bei Rainer Braun, dieses Vor und Zurück, was wir gleich sehen werden. Der erste Teil der Rede hat so einen Sound. Wir müssen noch viel mehr, also wir, die Friedensbewegung, müssen noch viel mehr nach draußen gehen, zu den Menschen. Ich glaube immer noch, dass wir zu stark nach innen gerichtet sind. Also so ein allgemeiner Platz. Und wenn wir das nicht verändern, können wir keine, jetzt benutze ich das mal, Volksbewegung werden. Also da geht es darum. Viele Leute erreichen, irgendwie einbinden, ich will es schon noch gar nicht negativ werden. Das kann man nur, wenn man bei den Menschen ist. Und da werden wir auch noch manchmal dahin gehen müssen, wo es weh tut. Auch einen allgemeinen Platz, klar muss man Streit suchen in der Gesellschaft, wenn man was verändern möchte. Wir werden auch um Auseinandersetzung mit Argumenten, in die rechtsradikales Gedankengut einfließt, nicht drumherum kommen. Diese große gesellschaftliche Auseinandersetzung werden wir führen müssen. Rammstein-Vorbereitung ist für mich auch, die gesellschaftliche Debatte um Krieg und Frieden zu führen. Soweit so, naja. 2 Minuten später kommt folgendes Zitat. Er nimmt genau direkt Bezug auf diesen Streit und die Kritik daran, dass sie den Daniel Ganser dort auftreten haben lassen. Und da sagt er, wie er sich das vorstellt, mit der solidarischen Auseinandersetzung, um diese Auseinandersetzung mit rechts. Ich habe schon gesagt, dass ich die Ausführungen von Daniel Ganser nicht für glücklich gehalten habe. Für mich wird es niemals ein Vergessen geben für die Verbrechen und die Schandtaten des deutschen Faschismus und ich werde das immer wieder thematisieren. Soweit so okay, aber dann. Und ich werde immer formulieren, dass es Lehren daraus gibt, wie man formulieren muss. Bitte wie? Das ist das Problem. Daniel hat was gesagt, dass man kontrovers interpretieren kann. Nein, finde ich, kann man nicht.
Über diese Kontroverse muss man zwischen uns solidarisch diskutieren. Nein, muss man auch nicht solidarisch diskutieren. Solche Leute werden einfach vor die Tür gesetzt. Das Interessante, warum ich diese beiden Zitate so zeige, ist dieses, auf der einen Seite hat der Herr gelernt, was man so sagen muss im deutschen Diskurs, und dann kommt hier aber die Einladung, mit irgendwelchen rechten Spinnern solidarisch zu diskutieren. Alter Falter, wo sind wir da bitte gelandet? 3 Minuten habe ich noch oder so, ne? Ein Beispiel, was ich so teilen würde, in meinem weit verbreiteten Diskurs, ist von meinem ersten Bundeskongress 2017. Da wurde groß diskutiert über dieses Programm Sicherheit neu denken. Und einer der etwas älteren Herren auf dem Podium, der sagt dann in der Diskussion einen Satz, den wir auf unserer Homepage so wiedergegeben haben. Bitte nicht genau festnageln, aber es ging ungefähr so, es ging so mit der Beat. In Afrika sind die noch nicht so zivilisiert, da braucht man noch Armee und Polizei. Bei uns könnte man das Militär abschaffen, braucht nur noch die Polizei. Das wurde dann auch ordentlich kritisiert und gab dann auch ordentlich Widerworte, und auch in dem Workshop am nächsten Tag gab es da ordentlich Widerworte zu. Aber was hier drin steckt, ist dieses, wenn man davon spricht, dass bei uns irgendwas zivilisiert ist, dann gibt es auch das andere und dort ist die Barbarei. Also das ist so ein Relikt aus kolonialen Zeiten, das sich bis heute weit durchzieht im Bildungsbürgertum, dass wir uns als zivilisiert sehen und damit aber auch so eine Asowing-Matrix aufmachen, dass es dann ebenfalls das andere geben muss. Das ist weit verbreitet, machen wir bitte weiter. Das ist in etwas klüger ausgedrückt von dem Andreas Zumach in der Zivilcourage. Da geht es darum, was ist eigentlich die Bedeutung der EU? Und dann schreibt er diesen Satz, zu dieser Selbstvernehmung trägt bei, dass Europa nach den 2 von hier ausgegangenen Weltkriegen in manch zivilisatorischer Sicht weiter ist als die anderen Kontinente. Und ich habe das Zitat extra nicht abschneiden wollen, damit ihr euch ein Bild machen wollt. Davon kommt wieder dieses Asowing, wieder dieser koloniale Diskurs, wir die Zivilisation, dort die Barbarei. Das ist wirklich auch so als Beleg für meine eingangs geäußerte These nehmen. Wie kommt das in die Friedensbewegung? Wer ist in der Friedensbewegung? Das sind Studienräte und Oberstudienräte. Und die erzählen dann auch in der Friedensbewegung das Zeug, was so Oberstudienräte sonst in deutscher Gesellschaft glauben. Machen wir weiter. Das würde ich überspringen. Ja, den will ich noch erklären. Ein Beispiel von der aktiven Mailingliste mit 3000 Leuten in der DFGVK. Dass der im letzten Jahr war wieder Krieg in Gaza, Palästina, Israel. Und in dieser Zeit schickt dann ein sehr prominentes Mitglied ein, leitet eine Pressemitteilung einer Hafenarbeitergewerkschaft weiter, die gestreikt haben, weil sie bestimmte Güter nicht verladen wollen. Und diese sehr prominente Person kommentiert das dann mit den Worten "Good News in Bad Times". Wenn man sich dann die PM dort anguckt, die diese Person teilt, machen wir bitte weiter, dann finden sich da diese Sätze. Es geht um streikende Hafenarbeiter, die sich weigern, Rüstungsgüter zu verladen. Und dann heißt es, "Protests took place in various Italian cities in this week, following Israeli aggression against Palestinians in Gaza." Also eine ganz klare Schuldzuweisung, wer ist schuld, wer hat angefangen. "Support of Livorno will not be an accomplice in the massacre of the Palestinian people", sagt dann der Sprecher der Hafenarbeiter. Und spätestens hier kommt der Israel-Hass deutlich durch. So. Der Nahe Osten ist ja nicht gerade arm in seiner Geschichte an Massakern, aber deswegen sollte man den Begriff in meinen Augen auch gerade scharf verwenden. Und von Massakern zu reden im Kontext mit dem letzten Krieg dort, würde ich doch mal stark hinterfragen. Und dann kommt hier noch ein Stereotyp, also die USP, das ist diese Gewerkschaft, "added the ship contained weapons and explosives that will serve to kill the Palestinian civilians already hit by attacks that has killed hundreds of civilian victims, including many children." Also wir reden da über einen Konflikt, der losgegangen ist, weil Leute anfangen mit ungelenkten Raketen zivile Siedlungen zu beschießen. Und die Kindermörder sind jetzt aber in dieser PM die Israelis. Spätestens hier sieht man den Stereotyp dahinter. Und diese Good News in Bad Times
die geht einfach so durch. Ich war die Woche irgendwie kaum im Internet, habe deswegen erst später gesehen. Da hat einfach niemand widersprochen. Und das zeigt mir so ein Beispiel, wie gering eigentlich die Sensibilität dort in diesen Kreisen für zum Beispiel Israel-Hass und Antisemitismus ist. Ich bin fast fertig, keine Panik. So, was sind die Einstiegsdrogen, so habe ich das genannt. Bei Friede mit Russland gucke ich genauer hin. Friede mit Russland ist jetzt an per sich keine schlechte Forderung. Wenn daraus aber wird Friede mit Putin, dann glaube ich, sollte man das sehr skeptisch sehen. Und soll Friede mit Putin so weit gehen, dass man es okay findet, dass irgendwelche grünen Männchen die Souveränität anderer Staaten einschränken? Ich will das einmal nur kurz anreißen, dass hinter dem... Wenn man dann so hinguckt, bei dem Hinterfrieden mit Russland oft auch so ein Positivbezug auf den Putin und auf autoritäre Machthaber, autoritäre Staaten steht, dass so eine Verherrlichung davon, dass in Russland die Welt noch in Ordnung sei. Dort ist das mit den Lebensverhältnissen kein Problem, die jungen Leute benehmen sich dann noch. Sowas wird dann oft darauf halluziniert. Und das Zweite ist, wo es recht schnell Stereotypen gibt, ist diese böse Formel mit den Amis gehoben oder Yankee gehoben. Ich habe schon ein gewisses Verständnis dafür, wenn man zum Beispiel bei den Atombomben im Büchel das irgendwie so, um den Abzug der amerikanischen Bomben zu fordern, in so einem Slogan verdichtet. Ich würde aber auf jeden Fall immer auch genau hingucken, was damit eigentlich gemeint ist. Weil, also klar können die amerikanischen Soldaten doch bitte gerne hier bleiben. Eine der großen Sternstunden der Friedensbewegung ist doch gerade in den 60ern und 70ern die Hilfe für desertierende US-Soldaten. Also da konnten die Yankees wie selbstverständlich hier bleiben und zwar finde ich aus einer emanzipatorischen Perspektive kein Problem. Und oft finden wir hier so einen Verweis drauf, dass so aufgemacht wird, dass da ein antiamerikanistischer Stereotyp hintersteht. Dass da so, gerade begegnet es mir relativ viel mit Afghanistan und die Nummer am Flughafen, dass viel so der Beat ist, wenn die deutschen Truppen das gleich von vornherein geregelt hätten, ganz Afghanistan und auch den Flughafen, dann wäre das alles gar nicht so schlimm gekommen. Und sowas wird dann oft so getragen von so einer kulturellen Überheblichkeit. Wir könnten das eigentlich besser. Wir haben den Goethe, der dabei ganz zitiert wird, den haben die nicht. Und deswegen würde das bei uns alles viel besser klappen. Und da ist oft so eine Reminenz an diese 50er, was der Niemöller da auch sagte, dass irgendwie so Sonderwegsgedanken da eigentlich hinterstehen, weil aus irgendeinem Grund hier bei uns alles besser laufen würde, wenn wir uns nur wieder eine Großmacht sein könnten. Ja, das zu dem Thema Rechtsordnung. Danke, Hauke. Ja. Ich habe es mir gelungen zu unterstreichen, dass es sehr wohl ein Problem gibt, wie wir sehr wohl in der Friedensbewegung Diskussionsbedarf über Rechte und rechtsoffene Positionen haben. Punkt. Und die fachliche Diskussion würde ich jetzt anderen Leuten überlassen, die da mehr Ahnung haben. Gut, nochmal danke. Hauke, das habe ich vorhin vergessen, ist aktiv in der DFGVK eben auch. Ich glaube, das ist aber jetzt während dessen hier auch sozusagen auch als persönlicher Bezug ja deutlich geworden in dem, was er hier zu rechtsoffen in der Friedensbewegung gesagt hat. Wir haben jetzt mit der Referentin hier auf dem Podium Gelegenheit, so verschiedene Aspekte auch nochmal ein bisschen weiter als die DFGVK und ein bisschen gründlicher anzugucken. Ich würde jetzt mit Fabian Wirchow beginnen, der Rechtsextremismusforscher ist und Professor an der Hochschule Düsseldorf ist und uns, also wenn wir ja über rechtsoffen reden, dann ist ja die Frage, was ist denn da rechts irgendwie, was kann man da für friedenskonforme Forderungen halten an der Stelle, also was sagt da zum Beispiel die AfD, so was sind da Anknüpfungspunkte darin? Ja, vielen Dank für die Einladung, schönen guten Abend. Ich habe bei diesem kurzen historischen Rückblick so an zwei, drei Sachen gedacht. Im Bereich der extremen Rechten gibt es im Prinzip in der Nachkriegsbundesrepublik einen langen Streit um die Frage der Neutralität. Also soll sozusagen Deutschland Teil eines westlichen Bündnisses sein, also der NATO, ist ein Streit, der wirklich ich würde sagen, bis 1989, 90 existiert hat und die Strömung in der extremen Rechten, die tatsächlich so eine Westbindung befürwortet hat, hat das relativ zurückhaltend gemacht und war, würde ich sagen, immer in der Minderheit.
Das ist sozusagen der eine Gedanke, der mir durch den Kopf ging. Der zweite, weil ja die DFG-VK, Vereinigung der Kriegsdienstgegner, Gegnerinnen heißt, dass es auch, wenn auch in kleiner Zahl, sowas wie eine nationale Kriegsdienstverweigerung gegeben hat. Also wo Nazis, Neonazis gesagt haben, ich gehe nicht zur Bundeswehr, ich verweigere das, weil das ist keine nationale Armee, sondern sie ist eine Armee, die im Prinzip Kriege führt im Dienste der USA. Das war so die Begründung. Aber das sind vielleicht Spezialdiskussionen, über die wir jetzt nicht sprechen müssen. Ich will ein bisschen in den 15 Minuten, glaube ich, die vorgeschlagen sind, ein bisschen versuchen, so zentrale Perspektiven einer Sicherheits- und Außenpolitik von rechts außen zu markieren. Und da gibt es natürlich ein bisschen Unterschiede, ob wir jetzt über die NPD sprechen würden oder die AfD. Das, glaube ich, werden wir jetzt ganz im Detail jedenfalls in diesen ersten 15 Minuten nicht machen können. Deshalb vielleicht mit ein paar Stichworten beginnen, die so das grundlegende Verständnis markieren. Das erste ist das, was man, glaube ich, zu Recht Souveränismus nennen kann, also diese Grundidee, dass die extreme Rechte, da sind sich auch sehr einig, zurück will zum Nationalstaat. Also alles, was an Entscheidungskompetenzen verlagert worden ist, auf die EU beispielsweise, auf die UNO, also alles, was sozusagen supranationale Organisationsstruktur ist, soll zurückgeholt werden in den Nationalstaat. Und da kann man sich sozusagen berechtigt fragen, ob, also meinetwegen die NPD hat das sehr stark gemacht, weil sie letztendlich die Entscheidung über Krieg und Frieden ausschließlich den nationalen Politikern, also in dem Fall den deutschen Politikern, überlassen wollen. De facto führt das, weil die AfD angesprochen war, bei der AfD dazu, unter anderem, das hat natürlich auch noch andere Gründe, den Austritt aus der EU zu fordern, jetzt im letzten Programm. Die Alternative ist dann das, was sie nennen, ein Europa der Vaterländer, was letztendlich ein Staatenbund sein soll, der auch über militärische Strukturen verfügt. Also es ist in dem Sinne kein Friedensprojekt. Ja. Zum Teil gibt es die Forderung und die Vorstellung, auch aus der NATO auszutreten. Das findet sich jetzt bei der AfD aktuell nicht, wenngleich es auch in der AfD Stimmen gibt, die das richtig finden. Austritt aus der UNO gibt es als Forderung bei der AfD nicht. Das ist ein Unterschied zur NPD. Aber wenn man sich anguckt, was die AfD zum Beispiel zur UNO schreibt, dann geht es immer darum, die Rolle Deutschlands oder der Bundesrepublik in der UNO zu stärken. Einerseits durch den ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat, idealerweise vielleicht auch ergänzt um Veto, was im Moment den Atomwaffenmächten dazusteht. Und dann geht es, auch das ist eine klassische Forderung im Spektrum der extremen Rechten, um die Streichung der sogenannten Feindstaatenklauseln. Das muss man vielleicht kurz erörtern, das ist ein Artikel im UN-Statut, der mit der Gründung der UNO da reingekommen ist und wo im Prinzip stand, sollten die ehemaligen Alliierten, also Deutschland, Italien, Japan, wieder zu einer expansiven Kriegspolitik zurückkehren, dann wäre die UNO berechtigt, da militärisch wieder tätig zu werden, sehr verkürzt. Und in der Fantasie der extremen Rechten ist das nach wie vor eine akute Bedrohung, also die Idee, jetzt würde die UNO sich zusammenschließen oder auf Initiative der UNO würden dann irgendwie in Deutschland irgendwelche Kasernen besetzt oder wie auch immer. Also diese Fantasie ist da nach wie vor unterwegs. Und deshalb wollen die sozusagen diese Feindstaatenklauseln formal gestrichen haben. De facto sind die völlig bedeutungslos, aber sie stehen eben in diesem Statut noch drin. Was es gibt im Bereich der extremen Rechten, ist sowas wie eine Kriegskritik, weniger an der Idee, dass Kriege manchmal notwendig sein müssen, sondern eher sozusagen an bestimmten Kriegen, weil argumentiert wird, das ist kein Krieg, der in deutschem Interesse geführt wird. Also das ist sozusagen so eine Formulierung, die es insgesamt in der Außenpolitik gibt, ja, auch im Weißbuch der Bundeswehr und so weiter. Die Frage ist dann, wie wird das ausbuchstabiert, was nationales oder deutsches Interesse ist. Und insofern finden wir, ob das jetzt der Bundeswehreinsatz in Afghanistan war, die Debatte, die es damals gab um eine Beteiligung Deutschlands am Krieg im Irak,
Da ist Schröder sozusagen sehr gelobt worden, weil er sich dem verweigert hat, nach dem Motto, er ist jetzt sozusagen den US-Amerikanern da nicht auf den Leim gegangen. Also diese Frage kann man an einzelnen Kriegen angucken, kann man an den Militäreinsätzen der Bundeswehr auf dem Balkan angucken und so weiter. Also da wird dann sozusagen dezidiert geguckt, was aus Sicht der extremen Rechten nationales Interesse ist oder nicht. Und im Prinzip, soweit das im Rahmen der NATO dann stattgefunden hat, ist immer gesagt worden, okay, das ist eigentlich ein Krieg, der im US-Interesse stattgefunden hat. Und dann gab es vielfach auch noch so eine antisemitische Konnotation drin, dass gerade wenn es um Nahen Osten geht. Das Zweite, wo sich die eigentlich alle einig sind, ist das Ziel, dass Deutschland Großmachtpolitik betreiben soll. Das wird unterschiedlich begründet, in der Regel damit, dass eben Deutschland in der Mitte des Kontinents liegt, ökonomisch am stärksten ist, am bevölkerungsreichsten und so weiter. Und dass im Prinzip dann auch geopolitisch argumentiert wird, damit stünde Deutschland quasi automatisch eine hervorragende Rolle mindestens in Europa zu. Und mit dieser Idee der besonderen Rolle ist auch verbunden die Idee, dass Deutschland als Ordnungsmacht auftritt. Das wird unterschiedlich, sagen wir mal, offensiv formuliert. Die NPD ist da deutlich offensiver als die AfD. Also im letzten AfD-Programm geht es sozusagen dann um den Westbalkan, zu dem man dann besondere Beziehungen entwickeln müsse. Da gibt es sozusagen auch eine historische Linie, die weit zurückgeht ins 20. Jahrhundert. Und interessanterweise zur Großmachtpolitik gehört auch die Frage der Atomwaffen. Die NPD formuliert das offen, wir brauchen auch Atomwaffen, nur dann ist man souverän, nur dann kann man sich der Ansprüche der USA insbesondere erwehren. Bei der AfD ist es ein bisschen komplizierter, da steht zwar im Programm drin, dass man für die Abschaffung aller ABC-Waffen ist und so weiter, aber andere, wie zum Beispiel Rüdiger Lukassen, der NRW-Landesvorsitzende, jetzt wahrscheinlich kandidieren wird als Meuthen-Nachfolger, hat im Interview mit den Burschenschaftlichen Blättern gesagt, ich mache es jetzt ein bisschen sinngemäß, das sei eine kühne Idee, aber die Mehrheit der deutschen Politiker sei eigentlich zu feige, um das aufs Thema, auf die Tagesordnung zu setzen. Also so ganz so eine ganz echte Kontraposition zum Thema Atomwaffen auch in deutscher Hand scheint es da dann doch. Wichtig scheint mir noch zu sein, das tauchte auch ein bisschen mit einem anderen Bezug in einem dieser Zitate auf, dass Außen- und Sicherheitspolitik, gerade wenn man das verknüpft mit der Frage von Migration, immer darauf zielen muss, auch da gibt es dann wieder Abstufungen, wie das formuliert ist, aber im Grunde formuliert wird, ein weißes Europa wiederherzustellen oder zu sichern. Wir haben auch das gehört zu dieser Idee der Großmachtpolitik und ein Stück weit auch zu dieser Idee. So die Idee, dass es so eine Achse geben soll, Frankreich, Berlin, Moskau, quasi als Bündnis gegen die USA. Also wenn das sozusagen dann argumentiert wird, wird das vielfach mit völkischen Argumenten gestützt. Und das übersetzt sich dann zum Teil eben in Forderungen zu sagen, okay, wir müssen erstmal die europäische Achse oder den europäischen Anteil in der NATO stärken, um angemessener mitreden zu können. Und wir haben eben bei einem Teil der AfD auch, sagen wir mal, etwas zurückhaltend formuliert, eine Putin-freundliche Position, bis dahin, dass eben auch da die Annexion der Krim und so weiter gerechtfertigt wird und es da Besuche gibt, also wo dann Parlamentarierinnen hinreisen und das wird natürlich dann in der russischen Presse entsprechend berichtet und so weiter. Das ist nicht, würde ich sagen, etwas, wo man jetzt drüber nachdenken könnte, auch wenn es solche Formulierungen natürlich bei der AfD auch gibt, weil Parteiprogramme sind geduldig, dass man jetzt zu einer europäischen Friedensstruktur kommen muss.
wo auch Russland eingebunden wird. Darüber ist, glaube ich, sinnvoll, muss auch sinnvoll gesprochen werden. Aber eben bei der extremen Rechten geht es immer auch noch um eine bestimmte Frontstellung gegenüber den USA. Und zum Teil eben auch anderen Staaten. Dann finde ich nochmal wichtig, dass ja gerade auch aus der Sicht meinetwegen der DFG, RVK oder aus einer antimilitaristischen Perspektive, dass sowas wie Pazifismus da überhaupt gar keinen Platz hat, auch als Denkfigur sozusagen nicht, sondern im Gegenteil, wenn man das Programm anguckt mit Blick auf Bundeswehr und Gesellschaft, dann ist das ein Programm der Militarisierung. Mit Blick auf Erhöhung des Haushaltstitels für die Bundeswehr, für die ganzen Militärsachen, wo man auch sagt, okay, wenn wir denn diese 2% plus einbringen, dann erhöht sich sozusagen auch unser Anspruch mitzusprechen, mitentscheiden zu können. Die Frage der Militarisierung betrifft auch die Forderung Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht für Männer, also explizit für Männer. Man kann sich darüber streiten, ob sozusagen das ein historischer Fortschritt ist, dass die Frauen da auch hinkonnten, aber okay, ist eine andere Debatte. Aber hier geht es im Prinzip zurück zu dem, was es bis vor, ich weiß gar nicht, wie lange ist es jetzt her, 15 Jahre oder so, Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht und die Idee eben, dass durch diese allgemeine Wehrpflicht das wieder eine Armee des Volkes wird. Und Volk ist eben nicht Bevölkerung, weil es auch in dem AfD-Programm eben so einen Passus gibt, dass im Prinzip migrierte Menschen ausgeschlossen werden. Das wird dann so ein bisschen verklausuliert, eben gesagt wird, da wo es eine doppelte Staatsbürgerschaft gibt, gibt es möglicherweise Loyalitätskonflikte, das ist eine alte Debatte, deshalb dürften die nicht oder sollten nicht zur Wehrpflicht herangezogen werden. Und dann gibt es noch Forderungen zum Beispiel, dass die Ebene der Kommandeure gestärkt werden muss. Das ist auch im Prinzip eine Forderung, die richtet sich gegen, wenn man so will, die zivilen Anteile im deutschen Militär. Also zum Beispiel die Gründung der Bundeswehruniversitäten, so sehr sie auch bei der Einführung umstritten war und auch von den antimilitaristischen Organisationen kritisiert worden ist, ist eigentlich ein zivilisierendes Element. Und da geht es eben darum, dass die Bedeutung dessen wieder zurückgenommen wird. Man kann das praktisch schon sehen, wenn man in der Bundeswehr Karriere machen will, muss man im Auslandseinsatz gewesen sein und am besten eine Kommandoposition gehabt haben. Irgendjemand, der nur in den Stäben gesessen hat, hat heute ohnehin keine Chance mehr. Und das Vierte ist, was die Militarisierung angeht, ist logischerweise die Aufwertung dieser ganzen Thematik Tradition, Ehre, Kameradschaft, Treue und das sozusagen auch transportieren in die Gesellschaft über entsprechende Angebote im Bildungssystem, in der Schule. Ich glaube, dabei belasse ich es mal mit Blick auf die Uhr. Super. Wir können das sicherlich vertiefen. Genau, also wir werden ja dann sozusagen im Verlaufe des Abends dann auch sozusagen Fragerunden auch fürs Publikum haben, machen aber jetzt weiter auf dem Podium mit Heike Kleffner, Journalistin, Autorin, unter anderem Mitherausgeberin des Buches Fehlender Mindestabstand. Genau, es darf kein Produktplacement gemacht genau, werden. Die Kamera ist da drüben. außerdem Geschäftsführerin im Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. So, und sagen, hier war unsere Idee, also bei Thomas sind jetzt ja bereits erste sozusagen auch Ideologien mehr aufgetaucht, die mehr oder weniger eher weniger Anschlussfähigkeit an die Friedensbewegung haben, aber es gibt ja diese Querfront-Sachen, beginnend bei Montagsmahnwachen dazu mal, die ja schon viel zielgerichteter sozusagen versuchen, Anschlüsse an die Friedensbewegung auch auf so einem ideologischen Niveau zu finden. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, hier heute Abend über einen Aspekt sprechen zu können, der meiner Ansicht nach wirklich unterbeleuchtet ist, nämlich inwiefern Antisemitismus und Rassismus, aber auch
eine Art verklausulierter Anti-Amerikanismus, der sich in der Pandemie-LeugnerInnen-Bewegung und ihren ungewöhnlichen Allianzen, die diese Bewegung ja ausmacht, widerspiegelt. Insofern fand ich den Einleitungsvortrag wirklich hervorragend, weil er mir direkt die Steilvorlage liefert. Bevor ich einsteige, will ich noch sagen, ich spreche tatsächlich über die Ideologieelemente, die diese ungewöhnliche Allianz, die wir in den letzten anderthalb Jahren auf den Straßen gesehen haben, zusammenbringt. Sebastian Leber, der auch Autor ist von Fehlender Mindestabstand, hat im Fehlender Mindestabstand einen wirklich hervorragenden Text geschrieben, nämlich über die Montagsmahnwachen als eine der Wiegen der Corona-LeugnerInnenbewegung. Ich würde sie eher als eine der frühen Säulen und organisatorischen Säulen eines Netzwerkes bezeichnen, die diese Bewegung erst groß gemacht hat. Ich finde, wir müssen tatsächlich ganz kurz nochmal über die Ideologieelemente der Montagsmahnwachenmacherinnen sprechen, die dann Sebastian Leber eben aufblättern wird. Noch eine Bemerkung vorweg zu dem Eingangsvortrag. Was wir, glaube ich, wirklich unterschätzen, ist, wie sehr der Anti-Amerikanismus in der Fläche, insbesondere auch in Ostdeutschland, die vielen Aktivitäten, die wir beim ersten Irakkrieg gesehen haben, auf den Straßen und auch in den Protesten befeuert hat. Und es gibt für mich so ein Schlüsselbild aus der Zeit des ersten Irakkriegs, nämlich 2004. Es gibt so eine Lokalzeitung, das ist eigentlich eine von den beiden Zeitungen in Sachsen-Anhalt, Magdeburger Volksstimme, und ich habe die zufällig in der Hand gehabt. Und auf der Titelseite eines Lokalteils leuchtete mir die Kameradschaft Schönebeck, was eine der allerältesten militanten Neonazi-Kameradschaften ist, verrufen für ihre brutale Gewalt seit den frühen 1990er Jahren entgegen mit so einem Transparent, Amigo Home, und Yankees out of Iraq, und darunter so eine ganz normale Bildunterzeile: auch die Kameradschaft Schönebeck protestierte heute auf dem Schönebecker Marktplatz gegen den Irakkrieg. Ja. Und das zeigt zweierlei, nämlich dass in der Frage des Anti-Amerikanismus und der sogenannten Friedensfrage es offensichtlich die Bereitschaft gibt, militante Neonazis unter Pazifisten einzusortieren und Friedensfreunde, und dass aber Anti-Amerikanismus ein ganz zentrales Movens ist, das zu tun. That said, komme ich zu den Montagsmahnwachen. Wir wissen alle, 2014 Montagsmahnwachen, und das zentrale verbindende ideologische Element war Anti-Amerikanismus und war Antisemitismus. Und wenn wir uns jetzt angucken, diese Allianz, die heute die Milieus der Corona-LeugnerInnen ausmacht, dann sehen wir einfach, dass die Corona-Pandemie der extremen Rechten wirklich die ungeahnte Möglichkeit eröffnet hat, sich eine neue Bühne für altbekannte Inhalte und Ideologien zu schaffen. Ja. Und mit der extremen Rechten meine ich an der Stelle tatsächlich Neonazis aus dem Spektrum der militanten Kameradschaften, ebenso wie
die, man kann sie nur als rechtsextrem bezeichnen, Reichsbürgerszene, die Identitäre Bewegung und auch die AfD. Und zur Rolle der AfD nur ganz kurz, obwohl es wirklich keine Fußnote ist, in den Kommunalparlamenten und auch in den Landtagen, aber auch auf der Straße und im Bundestag konnte sich die AfD eben in der Corona-Leugner-Pandemie als parlamentarischer Arm einer außerparlamentarischen Bewegung inszenieren. Und bis hin dazu, dass eben AfD-Abgeordnete vor Ort Proteste angemeldet haben, an der Spitze von großen Aufmärschen der Corona-Leugner-Bewegung waren, etc. Und mittendrin oder neben den ganz klassischen Akteurinnen der extremen Rechten finden sich aber eben auch andere AkteurInnen und soziale Milieus und Gruppen in dieser Corona-LeugnerInnen-Bewegung, die sich selbst lange Zeit zumindest im alternativen, liberalen oder linksliberalen Milieu verortet haben. Und insbesondere sehen wir da eben orthodoxe Gruppen der Friedensbewegung, so würde ich sie nennen, und auch orthodoxe Teile, Mitglieder, prominente Mitglieder der Linkspartei. Und wir sehen dort eben auch, und wir wissen alle, um wen es hier geht, also Personen wie Dieter Dehm oder Alexander Neu, die ja auch vorgeben, Teil der Friedensbewegung zu sein. Und wo eine inhaltliche Auseinandersetzung meines Erachtens auch noch viel schärfer wirklich noch aussteht. Und wir sehen als anderen Teil die sogenannte Mahnwachenbewegung. Genau, und hier muss natürlich, Entschuldigung, noch eine Person sollte hier auch genannt werden, André Hunko natürlich. Und wir sehen eben die schon genannte Montagsmahnwachenbewegung. Wir sehen aber auch LeugnerInnen des menschenverursachten Klimawandels, ImpfgegnerInnen und ein breites Sammelsurium von ganz unterschiedlichen AnhängerInnen, von ganz unterschiedlichen Esoterikangeboten, ebenso wie Angeboten von Alternativmedizin. Und an der Stelle muss ich ganz deutlich sagen, das richtet sich hier jetzt nicht pauschal gegen alle Menschen, die Homöopathie oder andere alternative medizinische Angebote in Anspruch nehmen, mitnichten. Was wir sehen als verbindende Ideologieelemente sind eben eine verkürzte Kapitalismuskritik, ein massiver offener Antisemitismus und oft auch Anti-Amerikanismus, aber eben der Anti-Amerikanismus kommt in der Corona-LeugnerInnen-Bewegung in erster Linie über einen offenen Antisemitismus zutage oder tritt ganz offensiv auf. Wir sehen zwei andere Aspekte, nämlich eine dezidierte Staatsfeindschaft und Ablehnung von Institutionen des demokratischen Rechtsstaats. Und wir sehen Verschwörungsnarrative, die sich in erster Linie aus Antisemitismus und Rassismus zusammensetzen. Und wir sehen noch etwas anderes, und auch das ist sehr anschlussfähig, auch über die Montagsmahnwachenbewegung hinaus, nämlich ein Verständnis des Widerstandsnarrativs, das in Ostdeutschland vor allen Dingen auf einem verkürzten Verständnis des Widerstands gegen das DDR-Regime andockt und das in Westdeutschland, muss man ganz klar sagen, auch auf ein verkürztes Verständnis des Widerstandsbegriffs aus alternativen und eben linken, aber auch Friedensbewegungsmilieus andockt. Was wir auch sehen, ist, dass Gewalt und Bedrohung hier ganz selbstverständlich zum politischen Repertoire dazu gehören. Und ich erwähne es an dieser Stelle auch, um deutlich zu machen, dass alle Erzählungen
von montags mahnwachen Aktivistinnen, sie seien Friedensfreunde, komplett im Widerspruch stehen zum also zu den konkreten Handlungen und Aktivitäten, die sie selbst und andere auf der Straße und auch in den zahlreichen sozialen Netzwerken der PandemieleugnerInnen ergreifen. Ja? Und andocken können diese Gewalt- und Bedrohungsszenarien und dann eben auch konkrete Gewalttaten bis hin zu dem Mord an dem jungen Mitarbeiter in der Tankstelle in Idar-Oberstein an eine Erfahrung von Straflosigkeit, die für schwere rechte Gewalttaten aus der Welle der rassistischen Mobilisierung 2015-2016. Auch da schon kamen die Täterinnen aus ganz unterschiedlichen Milieus. Da fanden sich unter den Täterinnen vorbestrafte Neonazis genauso wie Rassisten und Antisemitinnen aus der bürgerlichen Mitte. Und wenn man sich jetzt anschaut, wenn man sich die Altersgruppen anschaut, der Täterinnen und Täter, die im Rahmen der Pandemieleugnerbewegung Gewalttaten verüben, dann sehen wir eben vom ganz bürgerlichen Nachbarn, der seiner vietnamesischstämmigen Nachbarin Brennspiritus auf die Fußmatte schüttet und sie anzündet, um sie als vermeintliche Trägerin des Virus aus der Nachbarschaft zu vertreiben, über rassistische GelegenheitstäterInnen, die asiatischstämmige Menschen auf offener Straße angreifen, über die Angriffe auf Journalistinnen und Vertreterinnen von Dokumentations- und Recherchegruppen am Rande von Corona-LeugnerInnen aufmärschen, über Morddrohungen gegen Wissenschaftlerinnen und Kommunalpolitikerinnen und Ärztinnen und Gesundheitspersonal. Wirklich die ganze Bandbreite der TäterInnen, die wir auch schon 2015, 2016 gesehen haben. Nächste Folie. Ich habe es ja schon gesagt, tatsächlich müssen wir über Antisemitismus als das zentrale verbindende Ideologieelement bei den Protesten der PandemieverharmloserInnen und LeugnerInnen sprechen und eben auch bei dem rechtsoffenen Teil der Friedensbewegung und die man nicht mehr als rechtsoffen, sondern als offen rechts bezeichnen muss, Montagsmahnwachenbewegung. Und wir sehen diesen Antisemitismus in Form von Shoah-Relativierung und Leugnung, in Form von antisemitischen Verschwörungsnarrativen und in Form von sekundären Antisemitismus. Worauf basieren viele der antisemitischen Narrative, mit denen wir es hier in der Pandemie zu tun haben, auf dem Rückgriff in den Antisemitismus des Mittelalters, also das Narrativ von Jüdinnen und Juden als vermeintliche sogenannte BrunnenvergifterInnen und auf den Antisemitismus des frühen 19. Jahrhunderts, der letztendlich die ideologische Grundlage für die Shoah geliefert hat, nämlich das Bild vom sogenannten gesunden Volkskörper, der eben vor der vermeintlichen Bedrohung von außen, die immer mit Juden und Jüdinnen gleichgesetzt wird, zu schützen sei. Und besonders bedrohlich, das muss man einfach klar sagen, ist die Normalisierung von antisemitischen Verschwörungsnarrativen, die zur Legitimierung der Shoah genutzt wurden. Und insbesondere auch, weil hier diese antisemitischen Lügen von einer vermeintlichen jüdischen Weltverschwörung, von dem Ostküstenkapital, das hinter den Interessen der sogenannten Pharma-Lobby stehen würde, etc., wieder aufgerufen werden,
Und weil diese Normalisierung eben auch dazu beiträgt, dass Juden und Jüdinnen in Deutschland und ihr alle, Sie alle haben ja die Berichterstattung der letzten Tage verfolgt oder der letzten Wochen, die Erfahrungen machen, dass sie täglich mit antisemitischer Gewalt und Bedrohung konfrontiert sind. Und ich finde, an dieser Stelle ist auch eine Trennung zwischen sozusagen dem Leben auf der Straße oder in den jeweiligen Vierteln und den sozialen Netzwerken nicht besonders hilfreich, weil unser Leben, unser aller Leben spielt sich an beiden Orten ab. Diese Trennung ist einfach unsinnig, aber eine Normalisierung von Antisemitismus in den Social Media Kanälen der PandemieleugnerInnen hat eben auch bedeutet, dass dort nicht widersprochen wurde. Also wenn die Shoah geleugnet wurde, wenn zu Mord und Totschlag aufgerufen wurde, und hat auch bedeutet, dass Zehntausende und Hunderttausende es richtig finden und unwidersprochen hinnehmen, wenn offensiv an die Idee der Shoah, also die Shoah nicht nur geleugnet, sondern auch noch verherrlicht wird. Und natürlich bewegen sich diese Leute neben und mit uns allen. Ja? Und ich habe es ja schon gesagt, das Widerstandsnarrativ, was quasi untrennbar verbunden ist mit dem Antisemitismus der Social-Media-Kanäle der LeugnerInnen und auch ihrer Straßenauftritte, führt eben auch dazu, dass sich Leute aus dieser Bewegung auch basierend auf diesem Widerstandsnarrativ dann eben den Moment der Selbstermächtigung, wann sie zuschlagen, gegen wen sie zuschlagen, eben auch selber aussuchen. Und das macht das Leben von sehr vielen Menschen, inklusive auch JournalistInnen und WissenschaftlerInnen, aber auch GesundheitsmitarbeiterInnen, wirklich sehr anstrengend und sehr bedrohlich. Also Sebastian wird ja vielleicht nachher auch noch was zu den Angriffen auf JournalistInnen und MedienvertreterInnen sagen. Auch dort gehört Antisemitismus als ein Ideologiemoment, was diese Taten legitimiert, immer mit dazu, nämlich das Bild von der jüdischen Lügenpresse, was eben auch einen direkten Bezug zum NS hat. Ich habe ja gesagt, dass das andere Ideologieelement, über das wir reden müssen, auch Rassismus ist. Und in dem, was im Einleitungsvortrag so kurz anklang, in dem Othering, was auch Teil von zumindest orthodoxer Teile der Friedensbewegung immer war. In dieser Form von Rassismus sehen wir natürlich auch, oder leider auch, muss man eher sagen, in dem Rassismus, den die Corona-LeugnerInnen-Bewegung ganz eindeutig mitträgt, der zu ihrer Formierung mit dazu beigetragen hat. Und der richtet sich einerseits gegen Menschen vermeintlicher oder realer asiatischer Herkunft, gegen Roma und Sinti und gegen Geflüchtete. Und wir müssen uns einfach nochmal vor Augen führen, dass die Zahl rassistischer Gewalttaten in der Pandemie, also vor allen Dingen 2020, wo es ja erhebliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens gab, wo man hätte denken können, ja, das öffentliche Leben ist auch für Rassismus und Antisemitismus Betroffene sicherer geworden. Das Gegenteil war der Fall. Die Zahlen sind nach oben gegangen und Rassismus in Verbindung mit Verschwörungsnarrativen ist das zentrale Element gewesen, was den Täter von Hanau
zu dem fürchterlichen rassistischen Attentat am 19. Februar 2020 motiviert hat. Ich habe schon gesagt, Verschwörungsnarrative, die im Kern vor allem aus Antisemitismus und zum kleineren Teil aus Anti-Amerikanismus und Rassismus bestehen, sind, nächste Folie, ein wesentliches Element in der LeugnerInnenbewegung und auch der Montagsmahnwachenbewegung. Und es gibt den schönen Satz, dass sie als Einstiegsdroge in ein antimodernes Weltbild dienen. Ich würde ja eher sagen, Verschwörungsnarrative sind einfach eine andere Form der Verbreitung, insbesondere von Antisemitismus. Und wenn wir uns die Befunde aus der Leipziger Mitte-Studie anschauen, die ihre eigenen Befragungen zur Verbreitung rechtsextremer Einstellungen daraufhin nochmal untersucht haben, dann sehen wir einfach, dass die Leipziger ForscherInnen auch zu dem Ergebnis kommen, dass 51% der ostdeutschen Befragten eine sogenannte Verschwörungsmentalität aufweisen und im Westen sind es immerhin noch fast ein Drittel der Befragten. Und woran machen die ForscherInnen das fest, diesen doch ziemlich beunruhigenden Befund? Sie sagen, also das im Ergebnis sagen sie, dass knapp die Hälfte ihrer Studienteilnehmerinnen, 2500 Menschen in Ost- und Westdeutschland, daran glaubt, dass eine namenlose und auf jeden Fall profitorientierte Elite die Gefahren der Pandemie aufgebauscht hat zum eigenen Vorteil. Die konkreten Fragestellungen findet ihr weiter unten. Also die Corona-Krise wurde so groß geredet, damit einige wenige davon profitieren können. Die Zustimmungswerte 33% haben dem stark dieser Aussage komplett zugestimmt, 15% eben ausgeprägt und insgesamt sind es 48%, die der Aussage insgesamt zugestimmt haben. Und bei der Aussage, die Hintergründe der Corona-Pandemie werden nie ans Licht der Öffentlichkeit kommen, auch das ist ja so eine klassische Verschwörungsnarrativ, sehen wir eben ähnliche Werte. Ich will abschließen mit einem Punkt, der, glaube ich, von dir gerade eingebracht wurde, nämlich, dass wir hier sozusagen eine neue Querfront sehen würden. Ja. Tatsächlich haben wir Volker Weiß, den Historiker aus Hamburg, gebeten, für fehlender Mindestabstand genau diese Frage aufzuschreiben, ist es hier eigentlich eine neue Querfront, ja oder nein? Und ich mache jetzt einfach mal einen Cliffhanger für die zweite Runde. Ich glaube, wir müssen tatsächlich nochmal über den Begriff der Querfront reden und deswegen haben wir Volker Weiß auch gebeten, das aufzuschreiben und daraus lese ich dann in der zweiten Runde. Danke, Heike, auch für diese sehr deutlichen Aussagen. Und du hast ja schon mehrfach jetzt Sebastian Lieber auch angesprochen und eben auch als Mitwirkender im Buch Fehlender Mindestabstand genannt. Ich kann noch ergänzen, dass er Reporter beim Tagesspiegel ist und dort vor allem zu Rechtsextremismus, Reichsbürger, Rechtspopulismus schreibt und uns dann quasi jetzt in Weiterführung dessen uns Akteure der Querfrontpolitik dann jetzt mal bei diesem Begriff vorstellt. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich echt sehr, dass ich hier sprechen kann. Das ist mir eine Herzensangelegenheit.
Ich will zwei Sachen kurz vorweg schicken. Erstens, ich benutze den Querfrontbegriff gleich. Ich weiß, man kann ihn problematisieren, sollte man vielleicht auch. aber ich benutze ihn jetzt mal. Und das Zweite ist, es ist ja üblich, und ich vermute, das kennt ihr aus eigener Erfahrung, dass Querfront-Akteure ihre eigene Agenda meist nicht offenlegen. Also wenn man sie damit konfrontiert, dann, dass sie rechtsoffene Positionen vertreten, dann werden sie diese verschleiern. Entweder durch so rhetorische Mittel wie, ach, jetzt komme ich schon wieder mit der Nazi-Keule, oder mit inhaltlichen Verrenkungen wie rechts und links, das sind doch so alte Konstrukte, das haben doch die da oben sich ausgedacht, um uns hier unten irgendwie zu spalten und zu unterdrücken. Also das ist dieses klassische Divide et Impera Argument. Wenn ich das höre, dann schrillen schon die Alarmglocken, das ist so ähnlich wie bei Cui Bono. Und das sind zwei Verteidigungsstrategien. Und die dritte, und das ist eine sehr beliebte, das ist das plumpe Leugnen, das ist das Lügen, das ist das, ich habe das nicht gesagt. Ja? Das hast du falsch verstanden. So. Und gerade letzteres führt dazu, dass man, wenn man als Journalist sich kritisch, also recherchiert und kritisch über Akteure der sogenannten Querfront berichtet, dass man zwangsläufig vor einem Dilemma steht, was ich euch jetzt am Anfang erstmal mitteilen muss, weil man muss sich zwischen zwei Übeln entscheiden und dann hoffentlich für sich das kleinere auswählen. Ne? Also entweder werden diese Akteure Gesagtes einfach massiv bestreiten. Abstreiten, dem Journalisten vorwerfen, er hätte sich das ausgedacht, er wolle nur diffamieren, er denke sich Zitate aus oder er reiße sie aus dem Kontext. So. Und dabei wird mit einer Dreistigkeit gelogen, die ich schon bemerkenswert finde und die ich so aus anderen Zusammenhängen, wo ich jetzt zu arbeite, aus anderen Kontexten, die ich so nicht kenne. Und dann wird dann wirklich plump behauptet, das habe ich nie gesagt, das habe ich nie gefordert, auch wenn es eine Woche zuvor geschehen ist und das immer noch auf YouTube anzusehen ist. So, ja, so weit geht das so. Das ist die eine Seite des Dilemmas. Die andere ist, wenn man sich als Journalist große Mühe gibt und den anderen Weg geht und Stück für Stück das nachzeichnet und detailliert anhand von Zitaten und Posts und Vorträgen und Forderungen und Fotos und so diese Querfrontverbindungen nachzeichnet und sie offenlegt, dann kommt auf jeden Fall der Vorwurf, was bist du denn für ein elender Stasi-Spitze? Ja? Was spionierst du hier rum? Das ist doch Gesinnungsschnüffelei. Ja? Oder ganz auf die Spitze getrieben, was du machst, das ist doch Anti-Antifa-Arbeit. Ja? Also du versuchst hier angebliche Linke zu diffamieren. Ja? So. Und dieses Dilemma, das ist eigentlich immer präsent und man muss sich als Journalist also zwischen zwei Übeln entscheiden. Also zwischen dem Vorwurf, keine Beweise zu liefern oder eben Beweise zu liefern und dann Gesinnungsschnüffler zu sein. So. Und das müsst ihr also bitte mitdenken, wenn ich euch jetzt gleich Zusammenhänge sehr detailliert und kleinteilig schildere, weil das mache ich nicht aus Korinthenkackerei oder aus Spaß an der Kleinteiligkeit oder so, sondern nur genau aus dieser Notwendigkeit heraus, wenn man das nicht tut, dann wird es einfach bestritten, ja? Dann wird es konsequent geleugnet. So. Es geht ein bisschen zu versuchen, das Journalisten zum Schweigen zu bringen, auch mit auf absurden juristischen Wegen dann, also mit Unterlassungsforderungen, die Hanebüchen sind, die scheitern damit immer. Also wenn man sich vorbereitet, wenn man es dokumentiert und sowas, zu 100% scheitern sie, aber sie probieren es. Also das heißt, der Grad der Wirklichkeitsleugnung ist hier sehr hoch. Jetzt allein in der Pandemie hatte ich so aus der Richtung Ex-Mahnwachen, Pandemieleugner-Szene, ungefähr 20 Unterlassungsforderungen, ja, überall geschickt. Und keine davon hat Erfolg. Manche sind auch vor Gericht gegangen, keine haben Erfolg, weil trotzdem probieren sie es aber. Ja? Was ich sagen will, ist, die scheuen nicht davor zurück, sehr weit mit ihren Leuten zu gehen. Es geht so weit, dass sie eidesstattliche Versicherungen abgeben, die fehlerhaft sind. Das ist eine Straftat. Ne? Also wenn man vor Gericht sagt, das, was ich sage, das ist richtig und ich sage es unter Eid aus, und dann Unsinn erzählt, den dann ein Journalist mit ein, zwei Screenshots ein bisschen Logik widerlegen kann, dann ist das, hoffentlich wird es dann zum Problem für Sie, aber so würde ich sagen, soweit reicht es. Und ich vermute, wenn ihr euch in der Friedensbewegung mit solchen Leuten auseinandersetzt, dann habt ihr möglicherweise dasselbe Problem manchmal. So. Und oft genug kommen sie leider auch damit durch, also jetzt nicht vor Gerichten, aber in der Öffentlichkeit oder in Internetforen, weil denn offiziell wollen sie nur den Weltfrieden. So, ja? Und diese Camouflage, also dieses Leugnungsverhalten, das ist vermutlich auch ein Grund, warum die Kräfte geschafft haben, zumindest teilweise in Teilen der Friedensbewegung Fuß zu fassen und nicht von Demos ausgeschlossen zu werden, wo, auf denen sie meiner Meinung nach überhaupt nichts zu suchen haben, ja? Wo sie ausgeschlossen werden müssten. So.
Was ja eben von Heike schon ganz wunderbar gesagt wurde, also die Querfront-Aktivisten, die tauchen immer wieder über die Jahre verteilt in unterschiedlichen Zusammenhängen auf, mit unterschiedlichen Angstnarrativen, aber derselben Agenda eigentlich. So, und 2014 sehr prominent bei den Montagswahnwachen, da war es dann die Krim-Krise oder die Krim-Annexion, die Angst vor dem Dritten Weltkrieg, vor NATO-Aggression, die da als Angstnarrativ herhalten musste. Dann 2015 haben einige von denen, längst nicht alle, aber einige doch aufgrund der gesteigerten Geflüchtetenzahlen das Angstnarrativ von Überfremdung, Umvolkung und Islamisierung benutzt. Nur ein Teil davon, da gab es eine interne Spaltung auch. Später gab es dann die Versuche, die Gelbwestenbewegung zu kapern, beziehungsweise aus Frankreich, wo es andere Motive gibt oder gab am Anfang, nach Deutschland zu überführen und hier mit ihrer eigenen Agenda nach Deutschland zu führen. Dann gab es die Proteste gegen die UN, gegen den UN-Migrationspakt. November 2018 war das nochmal so eine kleine Welle. Und jetzt ist es eben Corona so und die Pandemie und die Querdenkerproteste. Und genauso wie es in 2014 nicht um den Frieden ging, geht es diesen Menschen eben auch jetzt nicht darum, ob wie wirksam wirklich die Maske ist. Das ist ja nicht, darum geht es nicht so. Und das kann man ganz anschaulich auch wunderbar nachvollziehen, ob das jetzt bei dem angeblich linken Verschwörungsrapper ist. Also Verschwörungsrapper ist er, aber links ist, das könnte man diskutieren, der 2014 bei den Mahnwachen aufgetreten ist und 2020 auf der großen Bühne von der Querdenkenbewegung im Tiergarten. Oder ob das jetzt in einer kleinen, unheilvollen Gruppierung in der Linkspartei ist, also so Dieter Dehm und Konsorten. Und sehr deutlich, müssen wir einmal weitermachen bitte, sehr deutlich kann man das auch anhand der sogenannten alternativen Medien nachvollziehen. Da gibt es ja Dutzende, viele kennt ihr wahrscheinlich, ich habe jetzt mal nur als beispielsweise die bekanntesten genommen. Also klar, Ken Jebsens CanFM, was gerade in Apolut umbenannt wurde, aber gleichen Unsinn weitermacht. Dann Nuvöse TV aus Sachsen, das sind so Pegida-nahe Verschwörungsschleuder ist das. Da kann man ganz viel lernen über Kornkreise, aber eben auch über Umvolkungsfantasien nur. Dann, die haben sich, glaube ich, auch gerade umbenannt in Nuroflix, glaube ich. Ja, dann Weltnetz-TV, da mischt der Dieter Dehm mit. Dann das ist natürlich das rechtsextreme Kompakt-Magazin mit Jürgen Elsasser. Sticht vielleicht insofern ein bisschen raus, weil es eben inzwischen wird sogar vom Verfassungsschutz als rechtsextrem beobachtet, aber trotzdem versteht der Mann sich als Friedensfreund. Und die haben eben immer auch so hier so Kriegstreiber USA und so weiter. Die kommen schon aus dem Spektrum und dann natürlich auch Free21 mit auch ganz schlimmen Artikeln über jüdische Eliten, die man da drin gefunden hat. So, und über jedes dieser Portale könnte man den ganzen Abend lang sprechen. Ich möchte aber heute meinen Punkt eigentlich exemplarisch an etwas anderem klar machen, anschaulich nämlich am Beispiel der sogenannten Friedensfestivals Pax Terra Musica. Nächste Folie bitte. Genau. So sieht es aus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein Festival in Brandenburg, was zum ersten Mal 2017 stattgefunden hat und das sich so als Teil der Friedensbewegung inszeniert hat, als Woodstock der Gegenwart. So, und das Leute anspricht, die sich für Abrüstung und Weltfrieden einsetzen und auch so innerlich den spirituellen Frieden auch suchen, das schon. Und bitte nächste Folie. Organisiert wird das von Festival von Malte Kling auf. Der ist schon seit 2014 in der Szene aktiv, war lange Moderator der sogenannten Montagsmahnwachen. Hier unten rechts steht er mit dem Aktivisten und dem Parteigründer Christoph Hörstel. Das ist so ein Mann, der glaubt eben, Angela Merkel sei Jüdin und wolle deswegen Deutschland kaputt machen. So. Links ist er 2020 auf einer Querdenken-Demo in Berlin zu sehen. Bitte nächste Folie. Und er ist, zumindest war er am Anfang sehr vertraut mit dem Ken Jebsen, so, der auch im Vorfeld massiv Werbung gemacht hat für das Pax Terra Musica Festival 2017. Wir wissen, 2020 hatte der Jebsen nochmal einen ganz eigenen Breakdown mit seinem Joker-Auftritt, mit seinem schwarz gemalten Gesicht auf der Volksbühnendemo, mit seinen Querdenken-Auftritten in Stuttgart oder dem einen, den er hatte. Aber auch schon 2017, also zu Zeiten der Bewerbung dieses Festivals, war ja schon total unmöglich. Also da hat er sich schon komplett disqualifiziert. Da hat er schon diese Entgleisung gehabt, dass er sagte, Israel begehe seit 40 Jahren Völkermord und das Ziel sei nichts weniger als die Endlösung und das Ausrotten aller Palästinenser in Palästina und solche Nummern hat er da schon gebracht gehabt. Und
was die Zionisten alles kontrollieren und so weiter. Und er war eben ein wichtiger Protégé von Pax Terra. Ja, bitte jetzt. Genau, nächste. So, und Malte Klinghoff, der Organisator, der durfte sich mit seinem Team, den Freunden, Unterstützer so, schon 2017 bei dem Berliner Ostermarsch, durfte er mitlaufen, ja, mit einem eigenen Pax Terra Musikerblog, um dort Werbung für das Pax Terra Musiker zu machen. Und ich möchte euch jetzt hier einfach nur beispielhaft zeigen, wie rechtsoffen die Positionen von diesen Freunden und Unterstützern teilweise sind. Und jetzt wird es ein bisschen korinthenkackerhaft, aber ich denke, man muss das so durchdeklinieren einmal. Ja? Das ist jetzt ein Gruppenbild von dem Tag des Ostermarschs. Das ist das Kernteam, das beim Ostermarsch für das Pax Terra geworben hat und da auch willkommen war, ja? Also nicht von der Demo gewiesen wurde. Ich will das jetzt, wie gesagt, einmal durchdeklinieren, aus welchen Zusammenhängen diese Menschen kommen. Bitte das Erste weiter. So, also da haben wir dann jetzt zum Beispiel ganz links den Aktivisten Hagen Schütte, der war auch auf dem Startbild zu sehen. Der ist nach eigenen Angaben ganz großer Friedensfreund und Pazifist, aber genau dieser Hagen Schütte läuft eben auch bei Aufmärschen der rechtsextremen identitären Bewegung mit, bei rechtsoffenen Endgame-Demos. Der glaubt an Chemtrails und er suggeriert, dass Juden am Anschlag auf dem Breitscheidplatz als Täter beteiligt waren und er warnt vor Umvölkerungsorgien. So, ja. Dann der nächste bitte, ein weiter. Ja, das ist daneben ist dann die Frau mit den roten Haaren, das ist Bianca Butnik. Ist auch eine selbsternannte Friedensfreundin. Aber diese Bianca Butnik, die hat eben, sie verstand sich schon damals als Vertraute von Jürgen Elsässer, hat mehrfach auch für das rechtsextreme Kompakt-Magazin geworben. Der Mann rechts neben Bianca Butnik, der trägt sogar den Frieden in seinem Künstlernamen, das ist Ben Frieden. Betreiber der momentan untergefahrenen Webseite friedentotal.de. Das ist ein Verschwörungsideologe. Ja? Also der warnt vor New World Order und der 9-11-Verschwörung. Und er ist ein Fan von Todenhöfer und von Ken Jebsen und er wirft Israel das Auslöschen eines ganzen Volkes vor. Und wie gesagt, das sind jetzt hier nicht irgendwelche zufällige Auswahl von Leuten, die den irgendjemand beim Ostermarsch aus Versehen ein Pax Terra-T-Shirt zugesteckt hat, ja, so, sondern dass das Kernteam der Aktivisten, die an diesem Tag Werbung für das Friedensfestival gemacht haben und einige von denen sind später auch als Künstler beim Festival aufgetreten, die waren als Helfer vor Ort, Helferkoordinator und so weiter. Ja. Der Mann hinter Ben Frieden, das ist Jürgen Möbius, so, das ist ein Mahnwachen-Aktivist, der hat Inhalte vom rechtsextremen Volkslehrer Nicole Nerling verbreitet, der ist Fan von Verschwörungsideologen wie Daniel Genser und Ken Jebsen, der unterstützt Diktator Assad, der verbreitet Posts, in denen er suggeriert, die USA hätten den Ersten und Zweiten Weltkrieg begonnen. Und er empfiehlt Reichsbürgerpropaganda. Also wie hier jetzt die BRD GmbH, das ist eine Szene, wird es auch das Rote Buch genannt. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das ist so ein Standardwerk und Einstiegswerk unter Reichsbürgern. So. Gut, rechts daneben, der Mann mit dem Kopftuch, das ist Uwe Schattauer. Das ist der Organisator der sogenannten Friedensfahrten nach Moskau. Er hängt mit Endgame-Aktivisten rum, der ist mit Putins Rockerfreunden in den Nachtwölfen, der tritt beim Pegida-nahen Nuviso TV auf, der hat behauptet, die Rothschilds seien die Wurzel allen Übels auf der Welt und der hat bei Facebook antisemitische Pamphlete auch empfohlen und so. Ja. Wir sind noch nicht durch, rechts daneben, der Mann mit den langen Haaren, das ist Andreas Mertens. Ja. Im Netz auch teilweise als Frank Georg unterwegs, der teilt mit seinen Accounts Inhalte vom Kompakt-Magazin und der Identitären Bewegung und antisemitische Verschwörungstheorien. Also der warnt hier zum Beispiel vor der Diktaturzentrum BRD GmbH, bla bla. Und postet dazu eben eine Zeichnung des Bundestags, auf dem die israelische Flagge weht. Ja? Und das ist auch einer von denen, die im Sommer 2020 dann im Querdenken-Camp angekommen sind und da dann mitgemischt haben in dem Zeltlager der Corona-Leugner im Tiergarten. So. Und ganz rechts, Mitch Cotten, Mahnwachen-Aktivist, Verschwörungsgläubiger, hat dann Endgame mitgemacht und ist sehr aktiv jetzt in der Corona-Pandemie. Also auf Telegram verbreitet er täglich so Lügenmärchen von Reitschuster und Wodak und QAnon-Kanäle und Oliver Janich, das volle Programm einfach. Und er sagt sinngemäß selber, das Thema Frieden läuft gerade nicht so gut. Aber die Mahnwachen haben wir vorläufig erstmal eingestellt. Aber bei den Panini-Protesten, da sind wir jetzt dabei. Ja, und die unterstützen gerne so. Und ich denke, kannst du mal weitermachen? Oder? Ja, noch einen zurück bitte. Also ich denke, mein Punkt ist jetzt klar, es handelt sich eben nicht um einzelne zufällige Überschneidungen, dass einer mal aus Versehen so einen missverständlichen Facebook-Post geliked hat oder sowas. Ne? Jeder macht Fehler, das ist klar.
und dafür kann man sich entschuldigen und dann geht es weiter. Aber hier das geht es um systematische Strukturen, hier geht es um Querfrontstrukturen. So. Noch einen weiter bitte. Und das hat sich dann auch so auf dem Festival selbst dann gezeigt, bei den auftretenden Künstlern und den Speakern, hier eine kleine Auswahl, also der Erich Hambert, das kennt ihr vielleicht, dann Ken Jebsen, der Verschwörungsrapper Killis Moore, Nuviso TV und so weiter, auch Stopp Rammstein und diese ganzen waren auch dabei, ich weiß nicht, ob Rainer Braun selber da war oder im Geiste war er ganz sicher dabei. So. Und ich habe vor 4 Jahren damals, also schon über die erste Ausgabe des Festivals kritisch berichtet und habe versucht aufzuklären und aufzuzeigen, dass hier ganz offensichtlich unter falscher Flagge jemand fährt. Ja? Und die Reaktion war auch prototypisch für diese Szene, nämlich massives Leugnen. Die haben dann gesagt, das habe ich nie gesagt, das ist aus dem Kontext gerissen. So. Die Mainstream-Medien, die versuchen jetzt hier harmlose Linke zu diffamieren. Und die haben auch versucht, meine Artikel aus dem Internet zu kriegen. Die haben dann nachts in der Redaktion angerufen und versucht, unseren Mann, der nachts dann in so einen Homepage-Dienst hatte, dazu zu drängen, eigenhändig, darum bitte den Text, den er gar nicht kannte, runterzunehmen, weil, so als freundschaftliche Geste, weil er sei doch bestimmt auch für den Frieden, oder nicht? So, ja. Die haben Briefe und Faxe an die Chefredaktion, Chefredaktion und an Herausgeber geschickt, in denen sie suggeriert haben, dass sie die neuen Juden sind. Ja? Also, dass sie die böse Presse begehe jetzt eine Judenverfolgung, quasi. Ja? Und immer wieder haben sie mit Klagen gedroht. Und sie haben dann auch tatsächlich geklagt. Weil das ist dann natürlich, wenn so ein Artikel auf der Startseite steht, wenn man dieses Festival googelt, dann ist das Negativpresse. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dann eben hoffentlich auch viele Leute nicht dahin gegangen sind. So. Sie sind dann also tatsächlich, sie haben eine Klage gedroht, sie sind dann auch vor Gericht gegangen. Sie haben also auch eine Klage eingereicht vom Landgericht. Und ihr Vorwurf war, wir hätten fälschlicherweise behauptet, dass sich unter den Teilnehmern des Pax Terra Musica auch esoterische Hetzer und Israel-Hasser und Verschwörungstheoretiker befinden. Ja. Das haben wir auch behauptet, klar, weil das stimmt ja auch. Aber das wollte der Malte Klinghoff eben nicht hinnehmen. Und diese Gerichtsverhandlung, ich war aus Neugier da, wir hatten natürlich einen Anwalt, aber ich war aus Neugier da, und das war wirklich eine Offenbarung, weil sie haben sich gnadenlos blamiert und der Richter hat ihnen deutlich gemacht, dass er in allen 4 Klagepunkten gegen sie entscheiden wird. Ja? Und daraufhin, dass wenn man solche Leute nicht einlädt zu sich aufs Festival, dass man auch damit rechnen muss, dass es Menschen gibt, die das benennen. Ja? Und dann haben die Pax Terra-Leute um eine Pause gebeten, sie mit dem Anwalt besprochen und dann haben sie die Klage zurückgezogen, um sich weitere Kosten zu ersparen. Das ist günstiger, wenn man im letzten Moment noch die Klage zurückzieht, weil dann gibt es keinen Urteilsspruch und sonst würden zusätzliche Kosten nochmal auf sie zukommen. So. Wegen Corona ist das Pax Terra, soviel ich weiß, dieses Jahr ausgefallen. Aber nächstes Jahr wollen sie richtig groß weitermachen und ich fürchte eben, dass sich da wieder einige Menschen hin verirren werden, die für Frieden und gegen Waffenexporte sind und einfach nicht wissen, an wen sie da geraten sind. So. Ja, das war's. Danke. Vielen Dank, Sebastian. Das war ja wirklich sehr interessant und auch detailreich, aber sehr interessant. Muss wohl so sein. Wie ja schon sozusagen angedeutet, es wird jetzt eine zweite Runde hier auf dem Podium geben, da wir in der Zeit etwas fortgeschritten sind, wie wahrscheinlich auch nicht anders zu erwarten war, hatten wir ja so 10 Minuten gesagt pro Person von euch. Also vielleicht könnt ihr tatsächlich gucken, damit wir so, also mein Gott, dann überziehen wir halt ein bisschen, aber dass es halt nicht so allzu weit geht mit dem Überziehen. Danach sozusagen würde ich dann die Diskussion sozusagen ins Publikum eröffnen, erstmal hier im Saal und sozusagen die Leute, die jetzt im Livestream sind, können dann auch sozusagen im Livestream Fragen stellen, die uns dann die Technik zusammenfassen und vorstellen. So. In der zweiten Runde wollten wir jetzt eigentlich, also oder wollen wir so auf Schlussfolgerungen eingehen, die wir aus der ersten Runde so ziehen wollen, also so Fragen, wie kann es gelingen, die eigenen sozusagen antimilitaristischen, linken, friedensbewegten Vorstellungen und Forderungen von ähnlich klingenden Forderungen der Rechten abzugrenzen, also
wo sind also besonders anfällige Positionen für rechtsoffene oder also für rechtsoffene Einfallstore? Das war jetzt ein bisschen zu militaristisch. Manchmal passiert das. Oder wie muss man zum Beispiel eigene Positionen, also linke Positionen, friedensbewegte Positionen einbetten, damit die halt sozusagen nicht sozusagen gekapert oder angedockt werden kann. Das ist jetzt so ein Vorschlag, also ihr könnt natürlich auch sozusagen andere Schlussfolgerungen ziehen, so das bleibt auch uns benommen und ich würde jetzt einfach der Anfangszeit halber und damit sich auch Sebastian erholen kann, einfach wieder bei Fabian anfangen. Ja, gerne. Also das mit dem Kapern, ich glaube, es lässt sich nicht 100% ausschließen. Also ich habe das gerade nochmal gedacht bei dem Symbol, ja, Friedenstaube, wenn auch abstrakt. Und mir fiel dann nochmal ein, dass auch wirklich Neonazis mit dieser Taube rumgelaufen sind. Ja, und dagegen kann man, glaube ich, nicht ganz viel machen. Das Zweite nochmal der Hinweis, ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Widersprüchen auch. Weil du hast gesagt, sozusagen geht es gegen Waffenexporte, die AfD ist explizit dafür. So, jetzt heißt es zwar nicht in Kriegsgebiete, aber verbunden mit dieser Idee, man will eine autarke Rüstungsindustrie, ist das sozusagen nochmal eine andere Richtung. Aber das glaube ich, also es gibt da glaube ich auch eine ganze Menge Widersprüche in diesen Szenen. Zur Querfront äußere ich mich jetzt nicht. Ich bin auch skeptisch, ob wir diesen Begriff benutzen sollen. Aber ich glaube, das Zentrale, wo die Friedensbewegung oder Antimilitaristinnen hingucken und ihre Positionen schärfen müssen, ist die Frage des Nationalismus. In diesen historischen Beispielen, die wir hatten ganz am Anfang und auch in der Fortsetzung, in Verschwörungserzählungen, ist es immer Deutschland als Opfer. Also sozusagen dieses Kollektiv als Opfer, das man irgendwie verteidigen muss gegen jüdischen Einfluss, in Anführungsstrichen, gegen den US-Imperialismus, wie auch immer. Das ist, glaube ich, das, wo man ran muss, sich zu verabschieden von diesem Denken in nationalen, nationalstaatlichen Kategorien. Und ich persönlich finde, dass man kann unzufrieden sein mit dem, was die UNO an Gewaltverzicht geleistet hat, aber der Weg über internationale Übereinkommen, wenn man in der Staatenwelt denkt, in Richtung Gewaltverzicht, ist mit Sicherheit ein sinnvollerer mit Blick auf die Erhaltung von Frieden, die Gewaltreduzierung, als jetzt sozusagen das Zurückverlagern in die nationalstaatliche Souveränität. Also das ist meines Erachtens eigentlich die zentrale Linie und wenn man das zurückverfolgt, ja auch in der Bundesrepublik, da sind wir jetzt nicht mehr in der, vielleicht kommen wir da nochmal anders wieder hin, aber in der klassischen Blockkonfrontation war es ja auch, die Kurzstreckenraketen sind eine Gefahr für Deutschland. Und weil so, also sozusagen diese Figuren haben eine lange Tradition und ich glaube, man muss ganz zentral daran, wenn man über die eigenen Argumentationen nachdenkt. Und wenn die NPD sich irgendwo hinstellt vor die Basis in Ramstein und sagt, die amerikanischen oder die alle fremden Truppen, das ist ja die Formulierung, fremden Truppen müssen abziehen, dann gibt es ja auch in der Geschichte der Friedensbewegung auch solche Forderungen oder die fremden Atomwaffen. Und ich glaube, da muss man immer sehr genau gucken, ob man nicht so eine nationalistische Sichtweise da drin bedient. So, das vielleicht als, das würde ich jeweils stark machen, diesen Nationalismus. Da sind auch ein Stück weit dann immer diese Sachen von Anti-Amerikanismus, Antisemitismus mit drin, wenn man genauer hinguckt. Das hat dann jeweils ein bisschen mit dem Konflikt zu tun, über den man dann spricht. Da kann ich mich eigentlich quasi nahtlos drauf beziehen. Ich würde tatsächlich darum bitten, dass wir über diesen Querfront-Begriff und wo er historisch herkommt, und was er bedeutet, dass wir da einmal noch mal kurz drauf schauen, weil das nämlich eigentlich perfekt zu deinem Vortrag auch passt, also die historische Bedeutung des Querfront-Begriffs. Und ich lese jetzt einfach ein ganz, es sind nur 20 Zeilen aus dem Text von Volker Weiß, in fehlender Mindestabstand genau zu der Frage. Der Text heißt »Vom elitären Zirkel zur Massenbewegung«, die neue Rechte in Pandemiezeiten. Und
Der Absatz fängt an mit: Offensichtlich misst man in der extremen Rechten den Protesten gegen die Corona-bedingten Einschränkungen ein ähnliches Mobilisierungspotenzial zu wie jenen gegen Migration und Flüchtlinge. Und man kann eigentlich auch noch hinzufügen, wie jenen mal also in die 1980er, 90er geguckt, wie zu Krieg und Frieden. Ja. Manche BeobachterInnen sprechen angesichts dieser Milieuvermischung bereits von einer in Anführungsstrichen Querfront von Rechten und sogenannten Corona-Skeptikern. Ein Bündnis eigentlich divergierender Lager gegen einen gemeinsamen Feind. Der Begriff ist unpräzise, denn historisch bezeichnete Querfront die Versuche der Reichswehrführung gegen Ende der Weimarer Republik eine Militärdiktatur zu installieren, die sich auf den nicht-sozialistischen Teil der Gewerkschaftsbewegung als Massenbasis stützen sollte. Doch mittlerweile wird Querfront allgemein als Bezeichnung für sogenannte nationale Bündnisse rechter und linker Akteure verwendet. Extrem rechte Autoren wie Benedikt Kaiser verwenden den Begriff offensiv im Rahmen ihrer Überlegung, Zitat, die Reste des linken antiimperialistischen Lagers anzuziehen oder aber überflüssig zu machen. Denn tatsächlich, und ich finde, das hat sich an deinem Beispiel auch total gut gezeigt, tatsächlich geht es dabei um die Ausschaltung des Gegners durch Übernahme seiner Basis und keineswegs um eine inhaltliche Annäherung. Und noch ein kurzer Satz. Ein weiteres Querfrontphänomen ist die politische Konversion. Am Beispiel des Ex-Leninisten und heutigen Compact-Chefs Jürgen Elsässer ließ sich das über mehrere Jahre beobachten, wie mit der Hinwendung zur Nation emanzipatorische Positionen aufgegeben wurden, bis er eben selbst führender Teil der extremen Rechten wurde. Und das ist der andere Punkt, den ich an der Stelle setzen würde. Ich finde, die Frage des Nationalismus ist tatsächlich eine ganz zentrale, zumal wenn wir auch auf die Pandemiebekämpfung gucken. Der Impfnationalismus ist ja auch ein zentraler Punkt, warum eine globale Bekämpfung der Pandemie scheitert, und die Aufhebung der Patente wäre eigentlich der einzige Weg, wie eine erfolgreiche Strategie international gegen die Pandemie aussehen könnte. Der Punkt ist aber, dass ich glaube, dass die Friedensbewegung oder antimilitaristische Aktivistinnen bei allem, was sie schreiben und sagen, einfach überprüfen müssen, ob das antisemitisch gelesen oder umgedeutet werden kann oder eben zweideutig ist, und dann muss man so lange schärfen, bis es eindeutig ist. Und das Gleiche gilt für die Frage, kann es auch rassistisch gelesen oder verstanden werden oder kann es anti-amerikanisch gelesen oder verstanden werden. Und zentral im Moment finde ich tatsächlich die Frage, wie viel Antisemitismus verbirgt sich in bestimmten rhetorischen Figuren, in bestimmten Parolen etc. Und wenn man das sieht, dann muss man einschreiten. Und zwar in Diskussionen in der eigenen Gruppe, unter den eigenen Freunden, im Familienkreis, genauso wie auf der Straße. Und das bedeutet eben auch, wenn deutlich wird, dass antisemitische Parolen oder also sekundärer Antisemitismus zu hören ist bei Kundgebungen, Aktionen etc., die Leute rauszuschmeißen. Und wer das nicht tut, öffnet der Übernahme der eigenen Bewegung Tür und Tor. Und noch viel schlimmer, schließt
alle diejenigen, die von Antisemitismus oder Rassismus betroffen sind, eben aus der eigenen Bewegung. Da muss man sich halt entscheiden. Und zwar auch sehr klar und deutlich. Ich möchte mich eigentlich, ich muss ganz kurz fassen, möchte mich mit Schlussfolgerungen eigentlich sehr zurückhalten, weil ich würde mir sehr anmaßend vorkommen, wenn ich jetzt irgendwie als Außenstehender so friedensbewegenden Tipps gebe, wie was sie jetzt zu tun hätten. So. Also einerseits weiß ich, dass es sehr, es ist ein sehr harter Konflikt, das ist sehr kräftezehrend, das ist auch menschlich sehr oft sehr unangenehm, sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen, diesen Kräften. Was ich auf keinen Fall glaube, was du so ein bisschen angesprochen hattest, ob ihr irgendwelche Positionen schärfen müsstest oder besser herausarbeiten, besser erklären müsstest, das glaube ich überhaupt nicht. Ich denke, diese Positionen sind sehr klar und unmissverständlich. Sowas wie Rheinmetall entwaffnen oder Waffenexporte verhindern, das steht für sich. Das steht für sich, das ist auch, ich denke, mehrheitsfähig teilweise, ja. Und man muss nicht seine eigenen Positionen ändern. Ich denke eher, wo man ansetzen müsste, ist, was man vielleicht auch zum Wurf machen könnte, der Bewegung, dass das, ich finde, das ist eine miserable Krisenkommunikation teilweise stattfindet, nämlich, dass man versucht, das Problem unter den Tisch zu kehren, zu verleugnen, einfach auch, weil man nicht von außen angegriffen werden will, ja. Und deswegen dieses Thema lieber gar nicht so sehr irgendwie adressieren. Und ich glaube, eine moderne Krisenkommunikation wäre da einfach Transparenz herzustellen und das Problem sehr genau zu benennen und sagen, ja, wir haben hier ein Problem und wir ringen aber darum, diese Leute loszuwerden. So. Und dazu gehört dann natürlich auch, finde ich, eine offensive Ausgrenzung. Also wirklich, dass man, ich verstehe nicht, dass solche Leute beim Mustervasch mitlaufen dürfen. Ich denke, es müsste Konsens sein, dass man sagt, das ist nicht deine Demo. Wenn du hier mitläufst, dann ist es nicht mehr meine Demo. So. Aber mehr habe ich da nicht zu bieten oder will mir nicht anmaßen. Ne? Ja. Naja, das ist aber auch schon sozusagen, finde ich, eine gute Position. Also wir, ich glaube, das, was wir heute hier versuchen, ist ja gerade so ein, sozusagen ein Teil einer Transparenz über so eine Problematik auch mit herzustellen und damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen und würde jetzt quasi die Diskussion zum Publikum hin öffnen und weil Hauke jetzt nicht mit auf dem Podium war, aber auch trotzdem diesen tollen Input geliefert hat, würde ich einfach sagen, hast du nicht eine Frage oder etwas falsch gefragt? Okay. Möchte jemand hier aus dem Publikum eine Frage oder einen Beitrag? Zur Transparenz muss man ja auch sagen, das Publikum friert genauso wie das Podium in einem gut gelüfteten Saal. Also wirklich Publikum? Ja. Ich hoffe, wenn du mich so weit gehst, das Internet versteht dich nicht. Ach so, du willst du das Internet ja leiden. Wenn nein, eigentlich würde ich das wieder lassen. Wenn nein, gib mir kurz die Gelegenheit, die Frage zu wiederholen fürs Netz. Ach so, ja. Also bitte stell laut und deutlich und dann kurz eine Pause. Ja, also es ging ja dann gerade bei dem, was Sie gesagt haben, darum, wie man seine Position so überarbeitet, dass sie am Ende nicht mehr antisemitisch, antirassistisch und antiamerikanisch sind. Und das mit dem Antisemitismus und mit dem Antirassismus, das verstehe ich natürlich total. Und ich frage mich nur, ob der Antiamerikanismus wirklich aus der ausschließen sollte, weil man bei, na, ich finde, dass man bei bestimmten linke-rassistischen Sachen, die halt Amerika gemacht hat, schon drüber nachdenken sollte, dass man das halt nicht offen kritisiert. Die Frage, die gestellt wurde, zielt auf dieses Positionsschärfen auch. Ob man beim Antisemitismus auch so nachschärfen müsste und ob man dort nicht bestimmte imperialistischen Praktiken klar benennen müsste. Nee, beim Anti-Amerikanismus im Fall. Antisemitismus hast du gesagt, ja. Anti-Amerikanismus. Ich bringe die S-Men durcheinander. Entschuldige bitte. Gut, dass das Publikum aufpasst. Entschuldigung. Vielleicht nimmt man dann auch den Fragenteil aus dem YouTube nochmal raus. Naja, also ich sage dazu mal was, aber ich bin mir sicher, dass ihr auch was dazu sagen werdet. Ich finde absolut, dass man da nachschärfen muss, ja. Weil der Anti-Amerikanismus als solches ist tatsächlich unglaublich rechtsoffen, weil die extreme Rechte, deren Anti-Amerikanismus zielt darauf ab, die USA als eine
offene Gesellschaft zu verteufeln und anzugreifen. Ja? Als eine Gesellschaft, die so, wo sozusagen, wo es halt selbstverständlich ist, dass People of Color Präsident werden können und Vizepräsidentin etc. etc. Ja? Und die USA ist in der Ideologie der extremen Rechten so gefühlt das Beispiel, wie Deutschland nie werden soll, ja? In deren Vorstellung. Und wenn man als antimilitaristische Person Kritik an Kriegen wie beispielsweise, nehmen wir den Afghanistan-Krieg oder führt, dann muss man doch das präzise beschreiben als die US, die jeweilige US-amerikanische Regierung oder das Militär oder. Und das finde ich ist das Mindeste so. Und eine klare Benennung der Akteure, ja, würde ja dann bei fast allen Kriegen seit, sagen wir mal, in den letzten 30 Jahren eben auch dazu führen, dass man die breite Phalanx hat, ja. Also fast keinen Krieg, wo nicht alle NATO-Bündnispartner dran beteiligt waren und. Also ist dieser Anti-Amerikanismus, den kann man doch einfach mal getrost, als das kann nicht mehr Teil einer modernen antimilitaristischen Bewegung sein, würde ich jetzt sagen. Ja, also ich habe ja nicht gesagt, dass wir es nicht verschärfen sollen, sondern dass für mich das so rübergekommen ist, dass sie Antisemitismus, Rassismus und Anti-Amerikanismus auf eine dieselbe Ebene gestellt haben, ja. Weil sie gesagt haben, dass wir das komplett aussuchen müssen, dass wir Antisemitismus auslassen müssen, dass wir Rassismus auslassen müssen. Und dass wir auch Anti-Amerikanismus komplett aus der Diskussion rauslassen sollen. Ja, würde ich auch sagen. Weil aus den Gründen, den ich eben genannt habe, und auch aus dem Grund, dass Anti-Amerikanismus in allen aktuellen Debatten der letzten 20 Jahre tatsächlich, und Fabian Virchow kann es noch viel besser für die 80er und 90er durchbuchstabieren, als Folie für Antisemitismus dient. Ich will das mal ein bisschen ergänzen. Also ich glaube, es gibt keinen Widerspruch zu sagen, da wo die jeweiligen US-Regierungen, das US-Militär, die Geheimdienste, denken wir an Chile und so weiter, sozusagen da beteiligt gewesen sind an Kriegen. Wir nehmen mal die beiden Weltkriege aus, da komme ich gleich mal zurück. Dass man das sozusagen kritisch angucken kann, das da haben ja auch viele Leute gegen protestiert, das ist, glaube ich, nicht der Punkt oder der Widerspruch. Der Widerspruch ist da, wenn im Prinzip eben nicht man materialistisch hinguckt, welche Interessen stehen dahinter, sondern wenn quasi eine Kultur dafür verantwortlich gemacht wird. Und wenn man die Geschichte des Anti-Amerikanismus anguckt, auch in der Bundesrepublik, dann ist gesagt worden, okay, meinetwegen der Jazz und so weiter, das ist Amerikanismus, das verdirbt die deutsche Kultur. Oder die Grundidee, du hast das im Prinzip schon angedeutet, wenn man rechtsextreme Kritik an den, oder zum Teil eben auch konservative Kritik an der Gesellschaft der USA guckt, dann ist sozusagen da Kritik zu sagen, und das ist in der Sache natürlich auch erstmal nur eine Erzählung, da kann jeder was werden, egal wo er herkommt. Das ist natürlich auch Ideologie für die USA, das ist ja auch klar. Aber sozusagen die Rechten werfen denen vor, dass Volkszugehörigkeit da keine Rolle spielt. Ja, dass also es im Prinzip die USA atomisierte Individuen sind, die da zusammenkommen, und da ist ein Stück weit, kann man ein Stück weit auch eine linke Kritik anschließen an Vereinzelung, an Entfremdung und so weiter, kann man alles diskutieren, aber hier ist immer der Bezugspunkt von rechts das Volk. Das geht da verloren, dieser Gedanke. Dann gibt es sozusagen die Kritik, da habe ich das eben nochmal aufgerufen, von rechts an den USA, wegen denen haben wir die beiden Weltkriege verloren. Das ist sozusagen die Standardgeschichte. Und es gibt dann spielt natürlich immer rein, du hast das Stichwort von einmal genannt mit Ostküste, also so Chiffren von Antisemitismus, das ist da immer drin. Also
dieses Reden vom Anti-Amerikanismus ist ein kulturalistisches Verständnis und ein behaupteter Grund für gesellschaftlichen Niedergang, so würde ich das mal sagen. Und deshalb finde ich, sollte man da sehr vorsichtig sein. Und diesen Anti-Amerikanismus, by the way, gab es auch von links in der langen Tradition. Das, glaube ich, erklärt auch ein Stück weit, warum Linke, die Leute sich als Linke verstehen, diesen Widerspruch nicht sehen. Mhm. Ja? Also kann man in den 60ern viel sehen, auch bei Gruppen, die politische Gewalt angewandt haben, gab es auch solche Sachen von Anti-Amerikanismus. Das ist, glaube ich, schwer, sich genau anzugucken. Es gibt, ich bin immer so schlecht, Darius Dankwart oder irgendwie so, der hat eine hervorragende Arbeit geschrieben zu diesem Anti-Amerikanismus, das ist, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren erschienen. Ich bin schlecht mit Namen erinnern, insofern bitte ich das zu entschuldigen. Aber ich glaube, es ist wichtig, das zu unterscheiden, weil in diesem Anti-Amerikanismus nicht immer, aber vielfach zum Beispiel auch dieser Antisemitismus eingelagert ist. Wenn dann nämlich die Frage auftaucht, ja, aber warum ist denn die amerikanische Kultur so mit atomisierten Individuen, dann sagen die Antisemiten, naja, weil die Juden die völkischen, die völkliche Einheit zerstören. Und in den USA haben sie es schon geschafft. So, also da gibt es eine ganze Menge von angelagerten Argumenten, die nicht immer sichtbar sind. Nur wenn man da reingeht und wenn man dann in die Originaltexte geht, dann kann man das so ein bisschen aufdröseln. Und das heißt aber ja natürlich gar nicht, und das muss man an dieser Stelle, glaube ich, auch nochmal stark machen, dass man eben So, jetzt haben wir wieder Ton im Stream und ich habe gerade die Frage von Sofa Queen gestellt für alle, die im Stream mitgucken. Und die wird jetzt beantwortet. Na, ob ich sie ganz beantworten kann, weiß ich nicht. Ich habe das in den letzten Jahren nicht mehr ganz so verfolgt. Aber die Ursprünge dieses Projekts, diese Garnisonskirche wieder aufzubauen, kommt ja tatsächlich aus den Traditionsverbänden der Wehrmacht, wo es schon in den 90er Jahren Geldsammlungen gegeben hat und politische Initiativen, dieses Projekt zu realisieren. Und ich würde mal sagen, dafür sind die inzwischen ziemlich weit gekommen. Und eine Kritik an dieser Traditionslinie und an dem Wiederaufbau dieses Symbols des deutschen Militarismus ist, glaube ich, nötig. Und wenn es die gibt, dann kann man die nur unterstützen. Gut, ich meine, wir sind von der Zeit her auch schon relativ fortgeschritten. Okay, wenn es noch eine Frage gibt, kein Problem. Da wurde zum Beispiel als Handlungsoption genannt, wenn solche Narrative auftreten in vermeintlich linken Organisationen, in Protestbewegungen oder bei linken Themen, dass da ganz klar Kante gezeigt werden muss, quasi dort zur Tür gesagt werden muss. Ich frage mich ja, was für Handlungsoptionen hat man denn jenseits dessen? Also gibt es so institutionalisierte
Mechanismen, die man einbetten kann in solche Organisationen oder in solche Bewegungen, wie zum Beispiel, dass sowas halt nicht stattfindet. Das Beispiel sehr erschreckend aktuell, was genannt wurde, dass dieses Good News and Bad Times 2019 über den Verteiler, glaube ich, das Beispiel. Und wie kann man dem entgegenwirken? Braucht es da Stellen quasi, die geschaffen werden, die intervenieren, die Bildungsoptionen schaffen? Oder wie könnte das aussehen? Die Frage zielt auf dieses, was kann man tun gegen und rechte Position in Verbänden, ob jemand eine Idee hat, was man institutionell einbauen könnte, so an Sicherung, sei es Bildungsarbeit oder Stellen. In die Richtung zielt die Frage. Das ist ja eigentlich nochmal eine eigene abendfüllende Veranstaltung, muss man ganz klar sagen. Und ich habe das ja nicht umsonst gesagt und ich glaube auch, Sebastian hat es ja nochmal verstärkt. Der unmittelbare Widerspruch ist ein ganz wichtiges Moment. Also gerade wenn es auf so einer Mailingliste mit 3000 Menschen gepostet wird und unwidersprochen bleibt, dann nimmt es anderen, im Fall von Antisemitismus Betroffenen, den Raum, ja, also die Normalisierung. Darum geht es, die zu durchbrechen. Und jetzt ist es ja, natürlich ist es so, auf so Mitgliedermailinglisten, manche lesen das halt erst am Wochenende, weil sie halt keine Lust auf die Mailflut haben, aber auch dann ist es ja nicht zu spät, ja. Ich finde, der unmittelbare Widerspruch oder der Widerspruch ist ein ganz wichtiges Moment, weil die Person, die den Widerspruch einlegt, eben deutlich macht, hier stopp, hier ist eine Linie überschritten. Und dann werden sich entlang dieses Widerspruchs eben auch andere trauen, was zu sagen. Und letztendlich muss man auch sagen, es gibt gute Erfahrungen, mit, also gerade in größeren Organisationen oder Vereinigungen oder auch Vereinen mit Ombudspersonen oder Awareness-Personen, wenn eine Person sagt, hey, wir haben hier ein Problem und ich kann oder will das aber nicht öffentlich thematisieren oder auch nicht halb öffentlich, also eine Integrität, eine integre Person und idealerweise ist es niemals nur eine Person, weil die Verantwortung einfach zu hoch ist und die Belastung unter Umständen auch zu hoch ist, sondern eben, also je nachdem wie groß das, der Bedarf ist oder eingeschätzt wird und auch wie die Konstellation ist, mehrere Personen, die klar als Anlauf Personen innerhalb oder Ombudspersonen innerhalb der Organisation benannt und werden, die bekannt sind, die eine eigene Mailadresse dafür eingerichtet bekommen. Das bedeutet eben auch, dass anonyme oder halbanonyme Zuschriften möglich sind, wo Vertraulichkeit zugesichert wird, wo man Vorgehen besprechen kann. Das finde ich total wichtig, gerade wenn klar ist, nicht alles kann sofort öffentlich gemacht werden, weil es vielleicht auch für die Person, die das Problem benennt, eben Nachteile nach sich ziehen kann, welcher Art auch immer. Und letztendlich bin ich persönlich auch eine Freundin davon, klare Leitlinien zu haben, ja, weil die dann auch öffentlich gemacht werden, weil es eben auch nach außen hin ein sichtbares Zeichen ist. Man hat sich auseinandergesetzt und zieht halt
Flanken ein, ja, oder Pfosten in dem Fall wahrscheinlich eher. Und es bedeutet ja auch nochmal eine inhaltliche Nachschärfung für die gesamte Organisation. Und jetzt muss ich gestehen, habe ich mich länger nicht mehr mit den Statuten der DFGVK beschäftigt oder da auch nicht reingeguckt im Vorfeld. Aber wenn ihr den Eindruck habt, ihr müsst nachschärfen, dann führt eine Debatte und macht die öffentlich und erneuert euer Leitbild zum Beispiel. Ist auch immer eine gute Variante. So. Vielleicht, ich würde das ganz kurz nur, haben wir gesehen, ich würde das sehr stark unterstützen. Das Entscheidende ist, glaube ich, tatsächlich diesen kollektiven Lernprozess zu organisieren. Und da macht es auch Sinn, nochmal historisch zu gucken, weil die Kritik an nationalistischen Tendenzen, ich fokussiere das jetzt nochmal ganz kurz darauf, in der Friedensbewegung, die ist alt. Ja, da gibt es schon eine lange Debatte, aus der man was mitnehmen kann. Und dann das Übersetzen sozusagen in Rahmen, Leitlinien, Leitbild, was auch immer, auf die man sich dann auch berufen kann in so einer Diskussion, wenn da so ein Post auftaucht. Und je breiter das geführt wird und je breiter so ein Leitbild getragen wird, desto minoritärer werden dann hoffentlich solche Stimmen. Ich würde dann noch eine letzte Wortmeldung. Gab es da noch oder eine Frage? Ja, für den Leitbild. Weil für mich das Problem, also Leitbilder haben, glaube ich, fast alle Organisationen. Und auch sowas wie wir sind gegen Antisemitismus, bla bla bla, das steht Richtig. Auch auf der Rammstein Airbase-Seite. Also, okay. Das Problem ist halt, dass die Leute dann trotzdem sagen, ja, wieso halten wir ein? Und für mich ist dann trotzdem immer noch die Frage, ich kann mir das schönste Leitbild aller Zeiten entwickeln und dann habe ich trotzdem immer noch das Problem mit den Menschen, die ich halt nicht da Und mir ist noch immer noch nicht eingefallen, wie ich dann in den Situationen, klar, wenn ich das sehe, kann ich sagen, geh bitte, aber wie gehe ich damit um, wenn dann Menschen halt trotz dieses Leitbilds Ich würde immer signalisieren, dass ich auch mal was sagen muss. Soll ich fragen? Also es gab einen Wortbeitrag. Der Wortbeitrag fokussiert auf dieses Leitbild-Ding, was das denn eigentlich bringt, weil zum Beispiel bei Stopp Rammstein-Krieg steht das mit dem Antisemitismus auch auf der Homepage, dass sie da ganz doll gegen seien. Und was so Leitbilder dann tatsächlich bringen, wenn offensichtlich eine Kultur in einer Organisation derart daneben spricht. Auch jetzt sagst du noch deinen Punkt. Ich habe mich so eben gefragt. So, ne? Also hier Stichwort hier nicht mehr mittragen. Wie viele Jahre machen wir nicht beim Ostermarsch mit? Und ich will da auch nicht wieder hin, ganz ehrlich. Ne? Also das ist derart fürchterlich dort. In meinen Augen hier in Berlin und es gibt da auch null Bereitschaft, irgendwie Kritik anzunehmen oder sich irgendwie zu ändern, weil bei vielen Leuten, die das sagen, haben tatsächlich da Israel-Hass einfach Leitideologie ist. Also das ist, glaube ich, so eine Frage, so ab wann wirft man hin? Wie lange glaubt man dran, dass Verändern etwas bringt? Das ist, glaube ich, so diese Leitbilderfrage. Bei diesen Stopp-Rammstein-Leuten gibt es das nicht, die wollen da nichts ändern. Das ist genau dieses Pudding an die Wand nageln, was du beschrieben hattest, mit dem leugnen Lügen abstreiten so, deswegen schreiben die das auch, sind halt Worte, die keine Bedeutung für die haben. Ja. Also ich glaube, dieses Rumstressen und direkt rumstressen ist tatsächlich gut. Und was mir geholfen hat, auf diesen Mailinglisten das so durchzuhalten, war dieses Verbündete suchen. Also Leute, von denen ich weiß, dass die ähnlich ticken, die anzusprechen, ey, sag auch was. Lass mich das nicht alleine machen. Nerv mit rum. Ja, und was, glaube ich, auch ich noch viel mehr machen könnte, ist so, es gibt immer so ein, zwei betroffene Personen von den Ismen, die dann doch was sagen in diesen Debatten und die werden dann einfach völlig übergangen, so auf diese Leute nochmal mehr Bezug zu nehmen. Sowas, glaube ich, mache ich in Zukunft. Ja, also verbündet euch, sucht euch Kumpels, nervt andere Leute, die sich auch positionieren sollen, baut euch eine Gang. Danke, Hauke.
Ich weiß nicht, wollt ihr noch eine Abschlussrunde machen oder sozusagen, wir können das einfach auch so, ich meine, das war klar, wir werden sozusagen keine sozusagen schlussendlichen sozusagen Strategien hier entwickeln, indem wir das Problem aus der Welt schaffen, so, sondern ich würde das auch heute Abend eher verstehen, eben als weiterer Schritt eben sozusagen in dem Problem auch voranzukommen, vielleicht auch auf eine Art auch sozusagen vielleicht auch Leute heute Abend genervt zu haben, sozusagen, die da das eher anstrengend finden, wenn man da doch irgendwie auch mal sagt, dass das und jenes nicht funktioniert und nicht geht und nicht sein darf. Ich fand auch wirklich sozusagen auch für uns weiter sozusagen wichtig, diese Auseinandersetzung zu Themen eben ja, Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus, aber auch eben Anti-Amerikanismus, also dort eben das eben in eine sozusagen bewusste Ebene zu ziehen, dass das eben so ein wesentlicher Punkt ist, an dem Friedensbewegung auch arbeiten muss. Damit komme ich jetzt zur Dankesrunde. Ich danke euch drei, dass ihr hier gekommen seid, dass ihr euch sozusagen die Arbeit gemacht, die Zeit genommen habt hier. Ich bedanke mich bei Kino für die Technik, bedanke mich bei euch, dass ihr gekommen seid oder ihr, dass ihr zugeschaut habt und natürlich auch nochmal dem Mehringhof, dass wir hier sozusagen sein konnten und diese Veranstaltung machen. Ich will auch Danke sagen. Also ich bin echt überrascht, wie klar in der Sache, wie entschieden und wie stabil ihr seid. Ich bin super, echt beglückt. Kann ich mich nur anschließen.